Dann erstmal vielen lieben Dank, Laura. Herzlich willkommen. Wofür? Ja, dass wir jetzt hier miteinander ganz entspannt mal sprechen können. Ja, es hat ja ein bisschen gedauert, so mit der Planung und so. Aber ja, ja, jetzt endlich konnten wir mal zusammenfinden. Vor allem als Streamer ist ja auch so, die meisten kriegen ja einfach auch nur eine Seite mit und kriegen halt auch nicht mit, was eigentlich, weiß nicht, so ganz normales Leben ist für uns, für dich. Viele wissen wahrscheinlich noch nicht mal, was für einen Bildungsabschluss du hast. Weiß ich nicht mal. Ich glaube, mein Chat wüsste das sogar, was ich für einen Bildungsabschluss habe. Aber oha. Mit mir habe ich da, glaube ich, noch nie drüber gesprochen. Okay, mir sagt nichts. Mhm. Hauptschule. Oha. Nein, das Gymnasium sage ich. Ich sage Abi. Fachabi. Was glaubst du, was habe ich für ein Abi? Fachabi. 2,1 Schnitt. 2,3 Schnitt. Nee. Also ich hab kein Fachabi, ich habe ein normales Abi, also ein, okay. Ist nicht ein Vollabi, keine Ahnung. Ja, ja, ein Vollabi. Aber nur 2,5. Nur 2,5. Ich wusste, du bist im Zweier, aber ich hab's so gewusst, ja, ich Laura. Ich war noch ein Einser-Schüler, das, also, nee, gerade beim Abitur nicht, nee. Ja, ja. Da war ich zu faul. Da war ich jung, unreif, faul, kein Bock auf Schule gehabt. Hätte ich das mal anders gemacht, dann wäre es jetzt heute anders gelaufen. Und du? Was denkst du? Ich weiß, was ich mal mitgekriegt habe. Ich weiß, dass deine Schwester wohl ultra clever ist. Das hast du mal erzählt. Du hast mal gesagt, die kann einfach alles. Die hat ihr Abitur und alles, die macht alles. Die ist ultra krass. Mhm. Und du meintest, meine ich, dass du nicht denselben Weg gegangen bist. Das ist richtig. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also hast du kein Abitur gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass du Realschulabschluss gemacht hast und vielleicht direkt in eine Ausbildung reingestartet bist oder so. Ich habe Abi gemacht. Oh, tatsächlich. Echt doch? Okay. Ja, hab Abi gemacht. 1-0er Abi. Na, das glaubst du mir nicht, gell? Das nein, ich nein, nicht. Okay. Nee. Ich habe nicht gelernt, aber ich weiß nicht, was ich für einen Schnitt hatte. Richtig, richtig schlecht. Aber ich habe mich einfach durchgeboxt. So. Ich habe nicht heißt gelernt. Schlecht. 3, irgendwas oder was? Ja, ja, irgendwie sowas. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich in der Zeit auch selbstständig gemacht, noch während ich zur Schule gegangen bin. Und ich habe ein Jahr vor meinem Abi, beziehungsweise ein halbes Jahr davor, eine Plattenfirma auch gegründet. Und ich hatte Künstler unter Vertrag und so. Und ich habe dann schon direkt angefangen zu arbeiten in meiner Selbstständigkeit. Und dann hatte ich keine Zeit für Schule. Ich war eigentlich nicht mal anwesend. Und Fun Fact, wenn ich jedes Mal eine Entschuldigung geschrieben hätte, wenn ich gefehlt hätte, dann hätte man nachweisen können, dass ich zu viel Fehltage gehabt hätte und dann hätte ich mein Abitur nicht bestanden. Oh, also und, du hast auf jeden Fall am Limit gelebt. Ja, und ich habe deswegen nie Entschuldigungen geschrieben einfach. Und die Lehrer haben auch nichts gesagt dazu, oder was? Ja, nee, die haben mal mit mir diskutiert und ich habe dann jedes Mal gesagt, das Ding ist, sie wissen, ich bin nicht krank, ich weiß, ich bin nicht krank. Deswegen ist, ich will sie nicht anlügen mit Entschuldigung, bla bla bla. Ich gehe zwar zum Arzt und ich bekomme was, aber wir wissen es beide nicht. Wir wissen es beide. Und dann so, ja, aber das ist eigentlich so der Weg. Und ich habe denen immer gesagt, ich mache das nicht. Ich werde sie nicht anlügen. Und die haben das irgendwann komischerweise auch respektiert. So, weil ich auch zu den Prüfungen aber gekommen bin. Und dann mein Physiklehrer, der so, oh, sehe ich dich auch mal. So siehst du also aus. Und ich dann hat er sich gewundert, so, hä, was machst du denn hier eigentlich? Heute ist Prüfung, ne? Mhm. Ich so, ich weiß, deswegen bin ich da. Hä, aber warum kommst du zur Prüfung, aber sonst nicht? Ich so, ich habe keinen Bock nachzuschreiben. Aber du hast oder? Doch gar keine Ahnung vom Thema oder alles, nö, oder? Nö. In Physik habe ich auch, ich glaube, wir hatten mal, ich war ein paar Stunden halt, ne, so Klausur. Und dann habe ich Songs geschrieben währenddessen. Und da habe ich zum Schluss, eine Stunde bevor die Klausur vorbei war, habe ich gedacht, ey, schau mal einfach mal rein. Und es war so eine Sache, du durftest so dein Formelheft mit dabei haben. Und ich habe mir das einfach nur durchgelesen, nie was gehört. Und da habe ich mir gedacht, aber eigentlich ist es logisch. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und ich habe wirklich viele Sachen richtig, aber die Zeit hat mir nicht gereicht dann.
Irgendwie, ja. Das heißt, du hast es dann auch noch irgendwie geschafft, dich da durchzumogeln, ey. Ich glaub's ja gar nicht. Das Schlimmste, wirklich, du musst meinen, wenn ich es irgendwo finden würde, das ist eigentlich ein Traum, das ist nämlich Englisch, weil wir mussten 20 Kurzgeschichten schreiben, lesen. Und eine davon kommt irgendwie dran. Oder nicht mal Kurzgeschichten, Bücher, ich weiß es nicht. Und irgendeine Geschichte davon kommt auf jeden Fall dran und wird behandelt. Ich habe in meinem Aufsatz, ich habe alle 20 Geschichten miteinander vermischt und verbunden und alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst. Aber das Ding ist, die können dir halt dafür trotzdem, die müssen ja bewerten, deine Technik auch. Ja. Und was soll ich sagen? Meine Technik ist gut, deswegen. Ja, krass. Ja, er hat Ja. halt einfach die Technik, ne? Ja. Crazy. Aber du hast gelernt, glaube ich. Du hast richtig. Nicht so viel, wie du hättest tun können, aber. Also ich muss sagen, Mathe-Abitur habe ich 2 Tage vorher Real Talk angefangen, mir die Sachen durchzulesen. Ich habe keine Übungen gemacht, ich habe nichts gemacht. Ich habe mich einfach darauf verlassen, dass ich es schon hinkriegen würde. Also ich hatte Mathe und Biologie als Leistungskurse. Da Oha. stand ich auch immer eins in beidem. Aber in den Abiturprüfungen bin ich dann auf eine 2 gerutscht und man darf ja nicht ultra krass abweichen. Also ich hatte nicht so einen großen Spielraum, aber ich war halt mit der 2 zufrieden und es war okay. Für Bio habe ich ein bisschen mehr gelernt, weil das deutlich umfangreicher war. Also Mathe war für mich immer so, ich verstehe das. Es ist logisch, warum eine Gleichung so aufgebaut ist und deswegen habe ich da überhaupt nichts investiert. Aber bei Bio, das war auch viel Fachchinesisch, wo man viel Stimmt. auswendig lernen musste. Das Und da stimmt, habe ich ein ja. bisschen was gemacht. Aber ich habe wirklich vielleicht eine Woche vorher, wenn es hochkommt, eine Woche vorher angefangen zu lernen. Krass. Ja, Deutsch. Deutsch hatte ich als drittes Fach, also als schriftliches Abiturfach noch. Da habe ich gar nichts gelernt. Also da habe ich ein bisschen gelernt, hier diese Begriffe heißen, eine Metapher und Ja. wenn irgendwie alle Sätze oder alle Wörter mit einem A anfangen, dann ist das auch eine Anapher oder so. Keine Ahnung. Also Ja, ich bin ganz die schlecht, Sachen habe die ich Sachen zu ver- gelernt. Aber ja. Genau. Und Geschichte war für mich das Schlimmste. Also das hatte ich als mündliches Fach. Also Ja, Geschichte war crazy. man musste ja eine Gesellschaftswissenschaft mit reinnehmen ins Abitur, weil ich zu viele Naturwissenschaften drin hatte. Deswegen musste ich Geschichte nehmen und das auch noch mündlich. Es war eine Katastrophe. Also, ja, da habe ich ein Thema gelernt. Das Einzige, was mich noch halbwegs interessiert hatte damals. Und meine damalige Lehrerin hat dann gesagt: Hör mal, welches Thema würdest du denn am liebsten haben? Ich so, ja, das. Und ich habe mich einfach darauf verlassen, dass sie das für mich auswählt. Und das hat sie auch getan. Also hatte ich echt, echt Glück gehabt, weil Crazy. ich nur das gelernt hatte. Aber ich hatte nur eine 3. Crazy. Für das mündliche Ding. Ja. Also Hast ich du habe mal nicht gelernt, was ich wusste. geschummelt? Hast du mal betrogen bei einem Test? Ja. Ich überlege, also als ich noch auf der Realschule war, schon oft, ja. Wir haben in unsere Taschenrechner reingeschrieben. Wir hatten kleine Zettel in unseren Mäppchen. Und dann kam einer auf die geniale Idee, wenn du so eine Wasserflasche hast, ja, dass man dann in dieses Etikett hier innen rein sein Spicker rein tut und dann beim Trinken konntest du dann reinschauen. Crazy. Niemand macht das nicht nach, ne? Aber das konnte man absolut nicht nachweisen. Und dieser Trick ist rumgegangen wie ein Feuer in der Schule, weil es war so sicher. Ne? Als würden die Lehrer in deine Saftflasche gucken, ob du da irgendwelche Formeln reingeschrieben hast. Das war super safe. Also ja, ich habe hin und wieder gespickt, aber ich hatte Schweißausbrüche währenddessen. Ich war nicht gut da drin, also hat es mir total angemerkt, dass ich spicken würde. Absolut. Crazy. Einer von meinen Klassenkameraden, der hat in Französisch, der hat die Vokabeln aufgenommen auf einen Kassettenrekorder und hat dann mit einem, nicht MP3-Player, hier Dings MC-Player, halt so Kassettenplayer, da Dingsbums da, Walkie-Talkie, nee, Walkman, so heißt die Walkman, Scheiße. ja. Walkman. Hat ja dann, also, aber mit so, weißt du, mit so Kopfhörern so zum, also so In-Ears. Der hat die innenrum hier so rangeführt
Und Nee. hat dann immer so, also mit der Seite, mit der er nicht geschrieben hat, und hat dann so geschrieben. Jede Das ist ja einzelne, genial. richtig krass, richtig krass. Und du hörst aber trotzdem halt, hast du damals den Walkman halt immer so ganz Ach leise so, so gehört, ja, so. klar. Das war ja noch eine CD, die da drin war. Ja, eine Kassette aber, ja. Oder eine Kassette. So alt bist du schon. Okay, das waren noch Ja. Kassetten. Ja, Das ist CD ultra smart. war schon, das Ding ist, ich glaube, Kassette war einfach nur einfacher zum Aufnehmen. Das war schon die Zeit, wo man dann auch so einen Discman hätte haben können. Man hätte Ah ja, wahrscheinlich sogar MP3-Player, weiß ich nicht. Aber Also ich Kassette, hatte ja, CD musst du so brennen eine und so. CD. Also es war so ein großes Ja, Gerät, aber es war ganz flach und da ging dann ja. eine CD rein und da hatte man dann seinen Discman, ja. Kopfhörer und ein Discman. Hatte ich auch. Ich hatte alles. Walkman, Discman. Ich hatte dann sogar Ghettoblaster. diese, die, kennst du die Dinger noch? Wie Minidisc-Player, kennst du das Ding? Das war von Mini-Disc-Player. Sony, die waren der Meinung, dass es irgendwie wie so eine Diskette funktioniert und da ist halt so eine CD drin und dann schiebst du das irgendwie. Also bevor es halt dann alles auf so, ja, keine Datenträger mehr gegangen ist, so. Und das war auch eine crazy Zeit. Im Grunde genommen wie halt Mini, ja, Minidisc, Mini-CDs. Mini-CDs. Ja. Das ist echt witzig. Oh Mann, ey. Was? Und dann hast du so viel Das Zeit gab's verschwendet damals. zum Synchronisieren und was weiß ich, was alles. Ich kenne wirklich noch voll viele Leute, die dann auch, also die gar keine Musik hören, so Spotify und sowas, gar nicht, sondern alles offline. Mir wäre das viel zu aufwendig und ich entdecke so viel neue Musik auch, dass ich sage, ne. Ich mache das nicht so oldschool-mäßig. So ein Schallplattenspieler ab und zu ist schon cool. Wiki, wiki. Aber weiß Also ich nicht. bin tatsächlich da auch komplett vom anderen Lager. Ich höre privat auch gar keine Musik, also nie. Ich bin da, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also tatsächlich nur, wenn ich irgendwie mal total Liebeskummer habe oder so, dann höre ich mir mal so ein, zwei Lieder an mit Kopfhörern und lege mich dann hin und höre halt zu und dann auch in Dauerschleife. Aber ich höre privat, so wenn ich hier sitze und irgendwas mache oder zocke, ich höre keine Musik, nein. Ja, nö, es hat mich auch nie, also das hat man oft so bei Gesprächen von Leuten, die man neu kennenlernt. Was hörst du so für Musik? Ja, gar nichts. Crazy. Gar nichts und alles. Ne? Also ich mag eigentlich auch alles. Also ich kann auch Rock hören oder Metal oder so, auch Elektrosachen. Hardstyle jetzt nicht unbedingt, aber so Pop und Charts und sowas, klar, ich höre das alles, aber das ist so ein Thema, das ist für mich tatsächlich total uninteressant. Eine Freundin von mir, die ist da ganz anders. Für sie ist das zum Beispiel ultra wichtig, dass wenn die zum Beispiel einen Mann kennenlernt, dass er auch ungefähr halt in die Richtung Musik geht, die sie auch mag. Das sind so Sachen, die würden mich nie interessieren. Das ist mir völlig egal, witzigerweise. Viel schlimmer ist es tatsächlich, wenn man mit jemandem zusammen ist und der hat einen schlechten Musikgeschmack. Das ist, also nee, nicht schlechter Musikgeschmack, sondern einfach schlechte Lieder. Das ist echt, das ist dann ein richtiges Problem. Wenn du dann so im Auto sitzt und so, dann ist es echt schwierig. Aber Ja. ansonsten weiß ich nicht, so die Musikrichtung ist ja nicht unbedingt definierend oder so für, ja. Also ich glaube, wenn einer jetzt im Auto neben mir sitzt, nehmen wir an meinen Partner und der hört nur Schlager, ich glaube, das würde mir auch schon auf die Ja, Nerven gehen, ja. okay, ja. Das schon, ja, aber weil ich könnte mir schon so mal so eine Helene Fischer reinziehen, so ein paar Lieder vielleicht, aber wenn er dann nur sowas hören würde, da wäre ich dann, würde ich auch sagen, okay, dann mach schon mal lieber was anderes. Na, ja. Ja, ich gebe halt einen Fick, ich höre halt alles Mögliche. Es kann sein, dass ich halt Beethoven aufdrehe oder sowas, weißt du, dann komme ich so angedüst und ich hatte mal, das ist jetzt auch schon, keine Ahnung, 500 Jahre her oder sowas, aber ich hatte auch mal eine Beziehung, wo dann, wo das ihr peinlich war, wenn ich dann irgendwie mal, keine Ahnung, oder Creedence Clearwater Revival, was Altes, und ich drehe das so auf, weißt du, Suzy Q, und ich drehe halt das Ding auf und das war ihr dann peinlich, weil es halt nicht irgendwie so der Banger war oder so. Ja. Also wie gesagt, wenn es nicht ultra anstrengende Lieder im Überfluss sind. Aber was hörst du dann an, wenn du sagst so Heartbreak, wenn du überhaupt Musik dann beim Heartbreak hörst du dann irgendwie so aggressive Ska-Lords so Fuck you!
Wenn ich mal so nachdenke, also ich habe bei einem Heartbreak unfassbar gern ein Lied gehört, was witzigerweise auch einen interessanten Lyrics hat in Bezug auf Heartbreaks. Wie heißt der Song nochmal? Irgendwas mit hier, I See Red. Kennst du den Song vielleicht? Der I ist von, see warte, ich muss. red. I See Red von Everybody Loves an Outlaw. Das ist so ein Song, da geht es. Ich habe den seit Ewigkeit nicht mehr gehört, aber ich hab den damals gern gehört, weil es da so ein bisschen darum geht, den Ex-Freund umzubringen. Was Ah, irgendwie, ne? okay. Also Ja, darüber niemals, können das wir mit mal dem sprechen. Gedanken. Ich hätte Ja. niemals mit dem Gedanken gespielt, aber halt so diese Nee, Idee, erzähl weiter. ne? Ja. Ich könnte jetzt den Ja. Lyrics gar nicht mehr wiedergeben, aber da waren schon so Sachen drin, von wegen halt, dass du es irgendwie wagst, mir noch irgendwie was vorzuspielen und na, also es ist ein starker Song, und die Frau hat auch eine sehr starke Stimme und ja, für mich war das immer so dieses, okay, ich höre diesen Song und ich erlebe diese Emotionen nochmal und kann dann vielleicht meine eigene Aggression besser verdauen, so auf Ex-Freunde oder sowas. Ne? Ich weiß nicht, also, ja, und wenn ich dann irgendwie mal so, wenn ich verliebt bin, höre ich Musik. Also wenn ich gerade frisch Oha. jemanden kennenlerne und man kriegt so Schmetterlinge im Bauch, dann höre ich Aha. auch Musik, ja. Olli P., hörst du dann? Keine Ahnung, wer Flugzeug in das meinem ist. Bauch. Ach so, ja, Nee. stimmt, ja, stimmt, Ich ja. kenne auch, Du also bist wenn du ja mir irgendwelche 200 Jahre jünger. Musikreferenzen gibst, frag mein Mod. Mein Mod haut ständig irgendwo hier mal zwischendurch so Musikreferenzen in den Chat und ich habe gar keine Ahnung, was er meint. Ja, ich verstehe sowas dann auch gar nicht. Auch wenn Crazy. irgendjemand einen Lyrics reinschreibt und sagt so, du kennst das nicht? Nee. Das ist so verrückt. Ja. Musik ist für mich, ist Musik alles. Ich habe Playlisten für alles. Es ist so verrückt. Wirklich überall, auch unterschiedliche Zeiten so oder Lebensabschnitte oder sowas, wo man dann einfach unterschiedliche Musik hört. Und ich höre wirklich komplett alles durch. Ich habe echt Listen für auch komplett alles. Manchmal ist es einfach Hardcore-Hip-Hop, manchmal ist es irgendwie, keine Ahnung, Rock. Ich höre verdammt viel Rock-Sachen und so. Ja, aber komplett durch, egal wann es gemacht wurde und von wem. Es kommt halt wirklich eher auf die Stimmung drauf an, so wie man sich fühlt. Aber für mich ist Musik halt alles. Es ist immer so begleitend und ich brauche das irgendwie immer. Ich brauche Ja, das immer. ich verstehe das auch. Vielen Leuten geht es ja so, dass sie Ist eigentlich verrückt, immer ja. irgendwie was hören müssen und so. Und ich habe das immer nur in Phasen, wo ich emotional gerade sehr dark bin. Also, ne, man lebt ja so in den Tag rein und man ist okay. Man fühlt sich okay. Und das sind so die Momente, wo ich dann keine Musik höre. Aber Momente, wo ich merke, okay, zum Beispiel Trennung oder Streit mit jemandem, den man gern hat, oder eben auch positive Gefühle, wie zum Beispiel eine neue Liebschaft oder sowas. Da, wenn die Emotionen dann schon mehr sind als im Alltäglichen, da kommt es dann schon auch mal dazu, dass ich Musik höre. Dann schon, aber so privat? Nee. Gar nicht. Crazy. Das ist Ja. verrückt. Ey, ich weiß nicht, es ist immer komisch, auch wenn man irgendwo ist und dann ist keine Musik oder sowas da, finde ich. Es ist, weißt du, alle sitzen so da und dann ist Ja. nicht ein bisschen, das ist so, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Es zeigt auch ziemlich viel, was du für Musik hörst, welche Songs du hörst und sowas. Jetzt kann man gar nichts über dich sagen, verstehst du, Laura, das ist schwierig. Wieso denn? Also, vielleicht sagt es ja auch was aus, dass ich keine Musik höre. Das ist, manche Menschen sind das, glaube ich, wirklich nicht, weil manche Menschen, die sind so visuelle Menschen, manche Menschen sind irgendwie, ja, es gibt ja diese unterschiedlichen Kategorien, so, jeder hat so sein spezielles Gebiet oder sowas, aber ich glaube, das glaube ich nicht, dass es irgendwie, ist halt einfach nicht deins, weißt du, Ja. ja. Musik, also ich kann auch kein Instrument spielen.
Ich habe nie irgendwie die Verbindung zur Musik gehabt. Ich war immer, wenn es hieß so in der Schule Kunst oder Musik, war ich immer Kunst. Also ich habe kein Instrument gelernt. Ich kann keine Crazy. Noten lesen. Ich kann auch nicht sagen, wenn du einen Ton machst, ob das jetzt ein C, D, G, E, F, C, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich kann nicht mal sagen, welche Noten es gibt. Also ich bin da total unbelesen. Ich habe keine Ahnung. Wirklich gar nichts. Ja? Null. Ja, wenn man Konsument von Musik ist, muss man das auch nicht so. Es ist halt, glaube ich, einfach nur eine untypische Sache. Weißt du, wenn jemand sagt so, ich schaue keine Filme oder so, dann sagen halt viele, ja, okay. Aber ich höre keine Musik, ist halt nochmal so anders, weil überall Musik halt ist, wirklich Eigentlich überall. ja. Ne? Crazy. Verrückt. Und wo hörst du dann? Also dann wirst du ja auch nicht irgendwie auf Spotify dann irgendwie Doch, ich habe hauen und so. tatsächlich Spotify, ja. Ja, ich Okay. bezahle sogar dafür. Für den Fall, dass ich da Musik höre. Also es ist ja auch so, zum Beispiel, wenn ich ins Gym fahre, dann lasse ich was laufen, aber dann ist es oft so, dass wenn ich dann diese Kopfhörer drin habe, dass ich das Gefühl habe, ich verpasse was, wenn ich die Kopfhörer drin habe. Dann nehme ich sie doch irgendwann während des Trainings raus, weil ich dann lieber auf die Musik vom Gym achte und auf die Menschen um mich rum und auch auf die Gespräche. Krass. Ich brauche Keine meine Ahnung. eigene Musik. Und das Krasse bei mir ist tatsächlich, meine Playlist ist so definierend für die Kraftschübe, die ich auch habe. Ich habe das so geplant und getimt alles, dass die Sachen, die so ein bisschen aggressiver mir einen Push vielleicht geben, dass die dann zum Schluss dann auch kommen und so. Ah, okay. Und allein schon, ich habe zum Beispiel, ich bin mal 10 Kilometer Lauf gelaufen und da habe ich die Playlist habe ich auch so gemacht, dass die letzten Minuten einfach, dass da einfach richtig krasse Push-Songs dann irgendwie oder die letzten Tracks, die dann kommen, dass es sich dann auch so aufbaut. Und das, also obwohl ich fertig war, ich höre die Musik und in meinem Kopf, Rezeptoren, keine Ahnung, du bist biologisch, verstehst du mehr, geht es voll in meinen Körper. Direkt. Ich merke das instant, wie ich durch das Lied gepusht werde in meinem Kopf und mein Körper das instant fühlt so. Ja, das, ich kenne das auch, dass ein Song die Emotionen dann verstärkt, so, Ja, ne? genau. Oder halt, ne? Oder deine Kraft nochmal Ja, rausholt, so. richtig, Aber ja. ich kann mir das nicht die ganze Zeit geben. Tatsächlich. Verrückt. Ja, aber bei mir ist auch manchmal so, wenn man zu krass in sich selbst vielleicht reingehen will oder so, dann brauche ich auch, also kann ich auch gar keine Musik hören, ist dann eher ablenkend oder sowas. Aber Also ja. bei mir, ich glaube, bei mir ist das eher so, also wenn man jetzt zum Beispiel, man macht irgendwas und man, es gibt Leute, die machen sich da Musik an. Ich mache mir dann ein YouTube-Video an von Ja. irgendwem, der auf irgendwas reagiert oder irgendein aufklärendes Video über ein interessantes Thema oder so. Also ich muss schon, oder halt ein Stream auf Twitch. Also ich muss schon immer jemanden hören, aber nicht zwangsläufig Musik. So. Ich habe mir auch im Gym Okay. schon einfach nur ein YouTube-Video laufen lassen mit Kopfhörern drin dann, ne, anstatt von Musik. Das präferiere ich dann irgendwie schon. Crazy. Das ist so verrückt, weil das ist zum Beispiel bei mir würde das nicht funktionieren so, weil ich brauche irgendwie dann meine eigenen Gedanken. Und sobald ich dann jemand reden höre, bin ich dann in seiner Welt, in seinen Gedanken. Und bei Musik ist es Genau. was anderes. Da kann ich dann so abtauchen und dann Ach irgendwie, so. ja. Ja, verstehe. Krass. Das ist heftig. Wieder was über mich gelernt. Ja, absolut verrückt. Was ist dein Lieblingsessen? Pizza. Gibt's was? Pizza. Ich liebe Pizza. Also, egal wie langweilig es für manche Leute klingt, und es ist wahrscheinlich die Antwort, die 90% der Menschen geben, aber Pizza bleibt für mich immer die Nummer 1, weil Pizza kann man eigentlich fast nicht verkacken. Ich liebe Steak. Steak ist ultra geil. Also so ein richtig fettes Medium Rare Steak ist mega nice. Aber da ist halt die Chance, dass der Koch das verkackt oder das Fleisch ist zu zäh, ist halt sehr hoch. Bei einer Pizza kannst du eigentlich fast nie daneben liegen. Ja? Also egal, was du auf eine Pizza drauf machst, ich find's immer lecker. Sogar Ananas, actually. Ich Ja. würde sogar Ananas auf Pizza essen. Ich habe auch schon mal eine Thunfisch-Ananas-Pizza bestellt. Und Okay, das ist wild. die war extrem lecker, wirklich. Ich weiß nicht mehr, die hieß natürlich nicht Hawaii, weil Hawaii ist ja mit Schinken, ne?
Die war extrem lecker, wirklich. Und manchmal Okay. so eine Pizza, wo dann halt auch ein bisschen was, ja, dieses fruchtig-süße irgendwie dabei ist, das ist Das ist wild, wirklich, Laura. schon Das ist ein lecker. bisschen crazy wild, wirklich. Oh. Erst Also durch deine Musik Thunfisch und mit. jetzt auch noch Thunfisch Ananas mit. Nee, auf das ist zu viel. Ananas Pizza. auf Pizza ist okay. Ich finde, das Ding Okay. ist, ja, meine beste Freundin ist wie eine Schwester für mich, Tequila, Italienerin, ist klar, mit Ananas auf Pizza, das, ne, ist logisch. Das ist nochmal so ein traditionelles Ding, verstehe ich. Aber ich habe nichts gegen Ananas auf Pizza, das geht voll fit. Das geht Nice. voll fit. Aber Aber Thunfisch. Thunfisch? Crazy, das ist crazy. Wenn du Thunfischpizza magst, dann musst du mal, grundsätzlich musst du eigentlich mal nach Brasilien gehen, weil was es da gibt es Rodízio. Rodízio ist eigentlich so, die kommen mit Fleischspießen vom Grill und schneiden dir dann von den unterschiedlichsten Fleischsorten, schneiden die dir frisch was runter. Und das gibt es aber auch mit Pizza, Rodízio, diese Rotation. Dann kommen die an Okay. deinen Tisch und du kannst dann einfach Pizzastücke auswählen, die du möchtest, die du geil findest. Und dann kommt die nächste Pizza, suchst da was aus und dann kommt die nächste Pizza und so. Das ist so crazy. Das ist richtig, richtig gut. Und da gibt es zum Beispiel eine Pizza Catupiry, wo du dann so eine Form von Käse, Schmelzkäse, irgendwie so ganz, ganz, ganz weißer mit Thunfisch. Und das würde, glaube ich, wenn dir Thunfisch schmeckt, ist das so ziemlich, also damals, als ich noch so Fisch und Sachen gegessen habe, auf jeden Fall die krasseste Sache gewesen, die ich gegessen habe. Ja gut, ich werde wahrscheinlich nicht so schnell nach Brasilien kommen, Dizzle, aber ich werde, wenn ich das irgendwann mal mache, auf jeden Fall an dich denken. Auf jeden Fall. Und an deine Thunfischpizza denken. Also aktuell, wenn ich Pizza bestelle, ist es immer Thunfisch mit Spinat. Das ist meine Top-Tier. Ich empfehle es jedem. Thunfisch-Spinat ist eine ultra geile Pizza. Okay. Ich habe generell so ein paar kleine geile Sachen, auf die man vielleicht nicht direkt kommt. Zum Beispiel. Pinienkerne in die Spinatpizza Pinienkerne habe ich jetzt noch nicht probiert. Aber wenn du das nächste Mal bei McDonald's bist und du hast voll Bock auf Nuggets, okay? Ah, nee, wobei du bist ja jetzt vegan, ne? Die haben tatsächlich Nuggets und ich gehe eigentlich nicht so gern zu McDonald's. Ja. Ich war aber neulich im Studio und das ging länger als erwartet. Ich komme nach Ja. Hause, ich habe so Hunger gehabt, ich habe noch eine Stunde Fahrt vor mir, gehe ich zu Man McDonald's. kennt's. 20er Nuggets vegan. Ich Geil. so, und welche Soßen? Ich so, welche haben Sie denn? Ich habe gesagt, nee, irgendwelche ist mir egal, Hauptsache vegan. Da haben die gesagt, nee, ich habe keine veganen. Ich so, wie? Da haben gesagt, ja, wir haben keine veganen Soßen. Wie, die sind nicht vegan, die Soßen? Keine einzige. Oh, okay. Ja Keine gut. einzige von den Soßen von McDonald's. Ich weiß nicht warum, ist ja auch egal. Ich esse es dann halt so. Ich mache da jetzt Voll keinen Hass scheiße, auf. du willst es doch auch irgendwo reindippen. Bei McDonald's ist es halt so, die haben, bei Burger King, die haben sogar das Mayo. Die haben nicht mal mehr normale Mayo. Es ist vegane Mayo und die schmeckt, du hast nicht mal den Switch gemerkt, weil es genau gleich schmeckt. Ja. Ja. Ja, okay, das ist gut, dass sie das anbieten, weil ich hätte jetzt eigentlich gesagt, so McDonald's Nuggets mit der Sour Cream. Das ist mein kleiner Geheimtipp, weil das schmeckt wirklich, wirklich gut. Sour Cream Crazy. habe ich einmal nur aus Neugier, weil ich diese Curly Fries probiert habe. Da gibt es ja immer Sour Cream dazu. Und dann habe ich mal ein Nugget da reingedippt und boah, seitdem bestelle ich, wenn ich 20er Nuggets bestelle, immer mindestens eine Sour Cream Soße. Weil ich finde das so lecker. Crazy. Verrückt. Ja, und eigentlich mag ich Sour Cream jetzt so nicht gerne. Also so Chips oder so gibt es ja auch mit Sour Cream Geschmack. Die mag ich gar nicht. Nur Nuggets. Nuggets und Sour Cream, das ist einfach geil. Nuggets mit Sour Cream, das ist verrückt. Schon wieder eine verrückte Sache. Gehst du oft so Fastfood-mäßig essen? Also eigentlich versuche ich ja selber gerade auch bewusster zu essen. Also ich bin Ja, jetzt nicht habe ich auch vegan oder so, mitbekommen. aber ich versuche ja seit 1,5 Jahren ja auch abzunehmen und habe dadurch sehr viel mehr auch gelernt über Lebensmittel und was ich halt lieber kaufen sollte. Ich würde aber lügen, wenn ich nicht in den letzten paar Wochen immer mal wieder bei Mc's gewesen wäre. Das hängt auch damit zusammen, dass ich halt
dann so Hunger hatte und ich war so gestresst von Arbeit und vom Streamen und alles unter einen Deckel kriegen, dass ich dann keinen Bock hatte auf Kochen und mir dann eben auch mal 20er Nuggets gekauft habe. Also es ist halt, ja, also ich gehe schon mindestens einmal pro Monat, ja. Crazy. Ja, ja, ich wünschte auch, ich würde nicht so häufig irgendwie sowas essen. Aber tatsächlich auch zeitbedingt. Weißt du, ich kaufe dann immer so ein, dass ich, ja, ich sag mal so, ich gehe hin. Warte mal ganz kurz. So. Ja. Ja. Okay, sorry. Wo waren wir stehen geblieben? In den Laden. Ich gehe in den Laden und dann bin ich der, ich bin so ein gesunder Käufer. Ich bin nur kein gesunder Mensch, also kein gesund lebender Mensch. Verstehst du, wie ich meine? Das heißt, ich gehe in den Laden und dann kaufe ich erstmal Zucchini, dann kaufe ich erstmal Paprika, weißt du, Gemüseabteilung, ich kaufe alles ein. Ich kaufe Champignon ein. Ich kaufe alles Frische ein. Und dann laufe ich an den Tiefkühlpizzen vorbei und dann sage ich, nee. Und ich kaufe dann wirklich nur diese super frischen Sachen. Und dann bin ich zu Hause und habe ich keine Zeit zu kochen. Und dann denke ich mir, scheiße, aber das Zeug muss halt weg. So. Und dann habe ich halt aber auch gar keine Zeit dafür. Und dann denke ich mir, fuck, dann hätte ich mir eigentlich was bestellen müssen. Also was kaufen sollen, was ich schnell machen kann. Was schnell geht, ja. Und am Ende bestelle ich dann trotzdem irgendwelche Sachen oder sowas. Weißt du, wie ich meine? So, deswegen. Scheiße. Yep. Ja, ich kenne das. Ich war auch letztens einkaufen, habe auch Gemüse und so gekauft und dann habe ich gesehen, diese Wagner-Pizzen, die so ein bisschen American sind, die sind halt so ultra, die waren im Angebot. Ich so, ja, jetzt muss ich, wenn die im Angebot sind, ja auch mal alle probieren. Habe ich alle gekauft. Alle, die es gab, ja. Also alle Sorten, nicht alle, die in dem Tiefkühldings waren, sondern alle Sorten, die heißt dann irgendwie Romana oder Tokio und so. Ja, die muss ich dann natürlich alle kaufen und probieren nacheinander. Crazy. Aber ja, wie läuft das Abnehmen für dich? Weißt du, das ist ja auch jetzt, du beschäftigst dich ja schon ziemlich crazy damit, gehst ja auch regelmäßig dann Fitness machen und sowas. Wie ist es dann irgendwie, wie hat sich dein Alltag verändert dadurch? Also, das Abnehmen mache ich jetzt seit 1,5 Jahren. Also ich habe im April 2023 damit angefangen, also ungefähr fast jetzt 2 Jahre. Ich habe in den 2 Jahren 18 Kilo oder 1,5 Jahren 18 Kilo verloren. Das hat bei mir tatsächlich angefangen. Ich hatte damals eine relativ harte Diät am Anfang gemacht für, ich glaube, 4 Wochen oder so und habe dann da gemerkt, okay, nein, so kann ich nicht leben. Also welche Diät war denn das? Ich habe noch so eine PDF auf dem Handy, das war wirklich unterschiedlich, also es war super wenig Kalorien, also absolutes Defizit, aber dann gab es Tage, wo du irgendwie Eiweiß nur gegessen hast, dann gab es Tage, wo es Kohlenhydrate gab, also ich kann dir nicht mal sagen, wie dieses Ding hieß, aber mein Mittagessen war quasi eine Handvoll Nüsse, so. Okay. Und das war mir viel zu extrem. Also ich mir ging es so schlecht einfach und dann habe ich gemerkt, okay, nee, ich möchte nicht auf Süßigkeiten verzichten, aber ich muss halt gucken. Und dann habe ich angefangen, Süßgetränke, also ich habe halt damals so viel Red Bull, Spezi, Cola, ich habe das literweise am Tag weggesoffen. Ne? Und allein, wenn ich mir heute angucke, dass eine Spezi irgendwie, keine Ahnung, 400 Kalorien hat oder so. Ist krass, alles nur trinken mir, halt so. Ja. Alter, nur das ist Trinken. Ist verrückt. Ne? Ja. Und das ist nur eine Dose. Eine kleine Dose hat, meine ich, glaube ich, so 400 Kalorien oder so. Und ich habe damals 4, 5, 6 Dosen davon getrunken, über den Tag hinweg. Allein das war ja schon mehr als mein Tagesbedarf. Und dann kam dazu noch ekelhaftes Essen, was ich selbst gekocht habe, weil es schnell gehen musste. Also habe ich angefangen, eben die Süßgetränke wegzulassen und dann eben halt auf gesündere Produkte, also Vollkornnudeln und sowas umzusteigen. Gucken, dass man nicht alles irgendwie mit Ketchup isst, die ganzen Fertiggerichte weggelassen. Salat, viel Salat, ich habe sehr viel Salat gegessen. Fisch habe ich viel gegessen. Und Vollkornnudeln, isst du die immer noch? Heute auch? Ja, ich mag die auch voll gerne tatsächlich. Okay, crazy, weil bei mir ist, ich bin da so raus. Ich bin da, nee, ganz normale Nudeln. Weil es gibt ja auch so diesen Trick, dass du es vorkochen kannst, ne? Mhm. Und am nächsten Tag isst du es dann erst. Mhm. Du kochst die ein bisschen, also nicht ganz al dente, so ein bisschen weniger, aber am nächsten Tag hat es dann auch weniger Kohlenhydrate tatsächlich. Ach so, okay. Ja,
Da gibt es auch so ein paar Tricks, mit denen man arbeiten kann. Aber ich habe da auch, nee, also da war ich immer gar kein Freund von. Aber ich war auch kein Freund von, es gibt ja diese anderen, diese Konchak-Nudeln, falls du die kennst. Nee, ich glaube, die kenne ich gar nicht. Also asiatische, sowieso asiatische Glasnudeln und die haben einfach keine Kalorien. Ah, wobei, doch, ich glaube, ja, ich glaube, da hatte mir mal eine Freundin was gegeben, damit Ja. ich mal probiere. Ja, die Ja, und waren viele ganz sagen dann auch, das ist komisch. die Nudelalternative. Und klar, wenn du was Asiatisches machst und kochst damit, ist cool. Aber das Ding ist, wenn du halt Spaghetti oder sowas essen willst, das kannst du halt nicht vergleichbar dann irgendwie machen, finde ich. Auf gar keinen Fall. Nudeln sind Nudeln. Und boah, Vollkorn hatte immer Schwierigkeiten. Meine Mama wollte auch immer so gesund und dies, das und nicht so Mama. Immer ganz wenig, irgendwie ohne Fett anbraten, die Sachen und so. Dann gibt es dann auch irgendwie so italienische Tricks. Das hat meine Mama zum Beispiel gemacht mit, wie heißt das? Essig. Essig. Das Hackfleisch brätst du mit Essig an, nicht Aha, mit okay. Öl. Klingt geil, ich Und liebe Essig voll. ja, das hat auch richtig gut geschmeckt, aber die hat das gemacht, damit kein Öl am Start ist, weißt du, weil das halt noch diesen Gesundheitsaspekt hatte und sowas. Und ich habe dann immer, ich habe die Sachen immer fettig gekocht und so. Ich bin ganz anders da. Aber ja. Ja, gut, dass man das mit Fett macht. Ich glaube, das finde ich auch besser. Aber ich muss sagen, als ich angefangen habe, Vollkornprodukte zu essen, also zum einen viel schneller war ich satt. Also ich konnte nicht eine Riesenportion essen. Es war dann wirklich nur ein Haufen Nudeln mit ein bisschen Soße. Danach war ich satt und ich war wirklich stundenlang satt. Ne? Also Crazy. da habe ich sofort gemerkt, das Sättigungsgefühl ist einfach viel länger da. Und bei mir war immer früher so, ich musste gefühlt immer essen, immer irgendwie was Geiles auf dem Herd haben, ne? Nudeln immer Riesenportionen gekocht mit Fetthackfleisch und in Fett angebraten und alles schön, richtig schön eklig, fettig, lecker. Und ich habe mich auch immer vollgestopft, einfach weil ich das Essen lecker fand. Ich war schon satt, aber ich fand es lecker und habe deswegen weitergegessen. Ja. Crazy, ja. Das, ja. Dadurch bin ich so in die Breite gegangen. Und jetzt, wo man sich mehr damit auseinandersetzt und viel bewusster an die ganze Sache rangeht, merkt man eigentlich so, Alter, was war denn da los? Ne? Also, es war schon so ein bisschen so wie so eine Fresssucht. Ne? Auch einfach so, man macht eine Tüte Nicknacks auf. Gut, ich mache die bisher immer noch, dass ich die dann auch leer mache. Aber Das ist eine früher war Sache, die das weiß dann. ich von dir. Das weiß ich, Laura. Macht auf jeden Fall Nicknacks nicht aufmachen in der Nähe von Laura, das Ding ist finito, amigo. Und wenn du eine zweite aufmachst, wahrscheinlich auch die nächste dann auch direkt Ja, weil wieder. ich habe auch wirklich dann auch immer die Ja. XL-Packungen, 2 Stück, dann auch direkt gegessen. Oder egal, was ich angefangen hatte, ich musste es zu Ende essen. Und ich will gar nicht daran denken. Also ganz schrecklich. Ja, bin Crazy. froh, dass ich da raus bin. Also aktuell so habe ich schon Bock auch viel auf Süßigkeiten momentan, weil ich wahrscheinlich auch so lange drauf verzichtet habe. Und weil jetzt ein bisschen So. die kältere Zeit auch wieder zurückkommt, wo man es ein bisschen Ja, sich gemütlich macht, vielleicht und Lebkuchen so. und so. Ja, Oh, ja, voll lecker. ein bisschen Filmchen schauen und sowas, klar. Ja, warm Kakao, solche Sachen, ne? Da wird es halt dann, ja. Aber ich versuche das ja, also für mich war das Problem, ich war eigentlich nie ein Fitnessstudio-Mensch, ne? Gar nicht. Also ich weiß noch früher, wenn man einen Stream von, weiß ich, vor 3 Jahren aufmacht, wie ich irgendwie gesagt habe, ja, Sport ist Mord, Alter, was, Gym, geh mir weg damit. Und jetzt, ich bin seit April diesen Jahres da und ich liebe es total, ne? Also Crazy. hätte ich nie gedacht. Crazy. Ja, ich bin auch nicht so ein Fitnessstudio-Mensch irgendwie. Ich finde es immer ein bisschen komisch, da dann auch, weißt du, du kommst hin, du denkst manchmal, das ist so eine Zentrale, so Social-Media-Zentrale oder sowas. Wahrscheinlich kommt es darauf an, in welchem Fitnessstudio Ja, man ist, aber. definitiv. Aber du hast doch, Ey. von dir gibt es doch auch Bilder, wo man sieht, dass du richtig heftig durchtrainiert bist. Wie hast denn du das gemacht dann? Tatsächlich nicht im Fitnessstudio. Ich habe alles, habe ich selber. Wie? Du brauchst im Grunde genommen wirklich nicht so viel. Es kommt sehr darauf an, was du halt machen möchtest. Das ist die Sache. Aha. Das heißt, wenn ich zum Beispiel so laufen gehe, joggen gehe oder sowas, Fahrrad fahren, mache ich sowieso nicht so gern wegen meinen Gelenken, weil ich habe halt früher Fußball gespielt und durch andere Sachen in meinem Leben sind so meine Knie jetzt nicht mehr die verlässlichsten, sagen wir. Deswegen so Fahrrad und sowas ist nicht so cool.
Aber so Joggen, Laufen und sowas mache ich alles draußen. Und Fitnesskraft, ich bin halt erstmal ein Freund davon, dass man sehr viel Kraft und Fitness auf sich selbst trainiert, dass man sich selber stemmen kann, sich selbst wegdrücken kann und sowas. Das heißt, damit fange ich erstmal an, mit Liegestützen und alles drum und dran und so Klimmzüge. Ich habe so Klimmzugstangen-Sachen, wo man dann halt so das dann trainieren kann. Und allein schon diese Sachen, ohne Gewichte zu heben, kannst du so viel machen. Allein schon beim Bauch, das Bauchtraining, das einfach für die unteren Abdomen, wenn du dich einfach irgendwo hinhängst und du ziehst nur die ganze Zeit deine Füße hoch, das ist so krasses Training für hier Ja, unten. das stimmt. Und da brauchst du echt nicht viel. Und ansonsten ich habe schon Hanteln und sowas dann auch und mit denen mache ich dann die restlichen Sachen so. Machst du es noch aktiv? Nicht mehr so wie früher, so hardcore krass, das waren 7 Tage die Woche, mehrere Stunden am Tag, das war zu viel. Und ich hatte 2% Körperfett, Ui. ja, das war alles nicht so cool, aber ich habe mich auch nicht so wohl gefühlt. Ich habe mich gefühlt wie eine Maschine irgendwie. Also ich habe wirklich Sachen nur irgendwie angefasst und Maschine. ja, nee, also wirklich, es ist jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, du machst ein bisschen die Tür, die Autotür zu und bam, das Ding klatscht dann irgendwie weg. Weißt du, solche Sachen so. Gefühlt stellst du dein Glas hin und es geht fast schon kaputt irgendwie so. Es war, ich hatte kein Gespür dafür, sagen wir so. Für, ja, also wie Einfach viel ich sehr halt eigentlich. geworden. Ja, ganz komisch. Und das hat mir nicht so gefallen irgendwie einfach. Ich fand es einfach zu viel. Es ist so, es sieht gemacht aus. Deswegen mag ich so Fitnessstudio-Ideen auch nicht. Ein Freund von mir, der Vater, der hatte nämlich so eine Maschine, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt denn das Ding, wo du, da kannst du dann so Butterflies machen und sowas. Und da ist mir mal das allererste Mal aufgefallen. Da war ich 15 oder so. Ich habe früh angefangen halt schon mit Sport und Training und alles drum und dran. Aber wie verformt Muskeln sind, wenn man die zwingt, gewisse Abläufe die ganze Zeit zu machen, die nicht natürlich für den Körper sind. Das sah so komisch aus, vor allem weil also die Muskeln waren einfach nicht da, wo sie sein sollten, sondern waren wirklich verformt. Und das wollte ich halt nie. Deswegen habe ich immer gesagt, ich will, es soll natürlich aussehen. Ich will auch nicht, dass es irgendwie so riesig aussieht. Ich will halt stark sein, aber ich will nicht, dass man das so mir ansieht, dass man, also weißt du, so kennst du halt so dieses. Ja, die Typen, die sich dann nicht am Schulterblatt kratzen Ja. können, weil die Muskeln im Weg sind und so. Ja. Und das hatte bei mir angefangen. Ich habe ein Foto, wenn ich das finde, ich sehe einfach aus wie so ein, weiß nicht, also der Hals ist breiter als mein Kopf auf dem Foto. Das kann man sich jetzt dann auch kaum noch vorstellen. Ich habe in der Zeit auch kaum Fotos gemacht, so, aber ja, zu viel ist zu viel einfach, finde ich. Krass, ja. Ja, okay. Ja, da muss jeder so sein persönliches Limit irgendwo finden, ne? Man muss sich halt wohlfühlen. Für mich war das damals so, als ich angefangen habe, Gewicht zu verlieren, hätte ich mich niemals ins Gym getraut, weil es mir zu peinlich gewesen war. Ne? Also ich habe zu Hause eine Leggings getragen, weil es bequem war. Aber wenn ich mich dann im Spiegel angesehen habe, dachte ich mir, oh mein Gott, Alter, das kann wirklich, kannst du dir keinem zumuten, das anzuschauen. Ne? Deswegen bin ich selber nie ins Gym gegangen, bis ich ein Gewicht erreicht habe, wo ich gesagt habe, okay, ich sehe jetzt normal aus. Na, ich habe jetzt eine normale Figur und jetzt kann ich ins Gym gehen und anfangen zu trainieren. Also vorher hätte ich mich das gar nicht getraut, tatsächlich. Das wäre nicht gegangen. Ja, ist mega schade, dass man manchmal grundsätzlich Sachen einfach dann auch lässt, wenn man sich nicht traut, ne? Ja. Aber bist du dann bei der Wahl von deinem Gym, gehst du dann, war das auch eine Entscheidung, wo du gesagt hast, ich will eigentlich nicht unbedingt, dass viele Leute um mich rum sind und so? Bist du dann so Ladies-Gym-mäßig, war das eine Wahl für dich oder hast du gesagt, nee, ich suche mir einfach was Cooles aus? Ich habe das genommen, wo ich von Freunden häufiger Ah, gehört habe, dass okay, es ja. positive Rückmeldungen gab. Ich bin dann dahin und habe gefragt, kann man mal ein Probetraining machen? Das habe ich dann vereinbart. Ich bin hingegangen
Und ich habe dann gesagt, ja, das ist okay für mich, ich mache das so. Und am Anfang, wo ich quasi noch die Geräte und so nicht kannte, hatte ich ja meinen Fitnessplan und da gab es auch einen separaten Ladies-Bereich für bestimmte Geräte. Ja, Ne? Also klar. halt zum Beispiel das, wo du dich so hinlegst für den Genau. Beinbeuger, solche Ja. Sachen. Das habe ich dann schon eher im Ladies-Bereich gemacht, bis ich irgendwann so sicher war mit den Geräten, dass ich halt dahin gegangen war, wo frei ist. Ne? Also es war mir dann auch egal irgendwann. Also ich kann aktuell in drei unterschiedliche Gyms gehen, Oha. in drei Orten, die von mir halt entfernt sind. Und eins davon, das hat 24/7 auf. Und da sind halt wirklich diese ganzen typischen Influencer. Ne? Also da sind so Girls in TVO-Hosen, die Männer in ihren Gymshark-Hemden und sowas. Und das ist halt wirklich eine Fleischtheke. Also die begaffen sich da alle nur und ne, also da war ich ein paar Mal Crazy. und dann habe ich gesagt, nee, das ist mir irgendwie, weiß ich nicht. Ich fühle mich auch nicht dazugehörig so zu diesen Leuten. Ich kann nicht connecten mit denen. Und dann war ich in einem anderen und da war dann einfach einer, der mich quasi so adoptiert hat. Der hat einfach hey gesagt, so ein älterer Mann, ne? Einfach hey gesagt, ey, ihr habt dein Gesicht noch gar nicht gesehen hier, bist ja neu, bla bla. Und eine Freundin von mir kannte den auch. Und seitdem grüßt man sich halt auch. Und das ist einfach auch viel schöner, wenn du so ein bisschen familiäreres Umfeld hast. Ne? Klar, Also, absolut verstehe ich ja. ja, da gehe ich super gerne hin. Dann trinke ich noch einen Kaffee mit denen davor oder danach. Dann quatscht man über Hölzchen und Stöckchen. Ne? Und ja, das ist richtig nice. Das mag ich lieber als dieses, ja, jeder checkt den anderen ab und so. Und keine Ahnung, Nee, das. das mag ich auch nicht. Das ist auch ganz, 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 ganz wild. Ja, da war es auch, irgendwann habe ich auch aufgehört, auch vor allem in der Zeit tatsächlich in so freibadmäßigen Sachen zu gehen oder sowas, weil es war einfach unangenehm. Also was heißt unangenehm, war es nicht unbedingt, es war nur nervig, sagen wir so. Weil es war nicht nur ein Angaffen, sondern es war wirklich Bedrängung, sage ich mal. Fast Okay, das schon so. heißt. Naja. Bedrängung. Du wurdest von Frauen bedrängt. Ja. Also ich will mich, wie gesagt, ich will mich nicht beschweren oder sowas, aber Okay. das Ding ist, wenn du dann am Anfang bin ich zum Beispiel ab und zu mal bei mir damals war in der Nähe, das war so ein richtig großes Relax-Ding, wo man da diese Sinsheim-Therme, falls du die kennst. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Auf jeden Fall so eine krasse Therme. Da war ich einmal mit Freunden. Das ist richtig, richtig cool gewesen. Und dann bin ich da ab und zu mal so hin, weil ich hatte damals da in der Nähe gewohnt und bin dann einfach hingegangen. Und das war dann ein bisschen komisch, als ich alleine hin bin. Eben so diese Form von, ne? Weil wenn du halt dann hingehst und du willst einfach nur ein bisschen chillen, dann gehst du da nicht mehr hin, weil du die ganze Zeit angequatscht wirst. Verstehst du, was ich meine? Das ist so ein bisschen eher so gewesen, dass ich auch gedacht habe, nee, ich wollte eigentlich ein bisschen relaxten Zeit für mich haben und nicht angequatscht werden. Und ich glaube, das wäre bei mir. Wurdest du oft angequatscht? Gut, was heißt oft? Es hört sich so an, als ob ich jetzt jeden Tag da wäre und dann irgendwie Ja. 20 Frauen da standen und mich dann irgendwie angefasst haben. Aber ich war tatsächlich danach, war ich dreimal, war ich noch da. Und sagen wir so, einmal wurde ich nur angequatscht, sagen wir so. Ja. Bei den anderen Mal? Angefasst oder was? Ja. Was? Echt? Einfach so, ohne zu fragen? Ohne zu fragen, ist es unter Wasser? Upsi. Mhm. Das ist ja heftig. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet, ehrlich gesagt. Von Also was? nicht, also dass das so einfach, dass Frauen sowas machen. Also das meine ich jetzt allgemein. Nicht, dass ich das nicht zutraue, dass Frauen dich gut finden, sondern dass Ja. Frauen das sich trauen zu machen. Ich habe viel tatsächlich drüber nachgedacht, weil ich fand es auch ein bisschen komisch. Ja. Also, ich gehe mit meinen Freunden hin, nichts passiert, ich gehe alleine hin, dreimal und zweimal passiert das. So komisch, richtig komisch. Also die Frequenz. Aber ich glaube tatsächlich, dass es schon eher überproportioniert so ist, dass Frauen das eher nicht machen. Ja, Aber okay. ich glaube auch, dass der Ort, glaube ich, einfach ein bisschen ein anderer ist, weil das sind
diese große Therme ist hier, wo dann vielleicht auch so ein bisschen Leute unterwegs sind, die da so auf Bist du Jagd auch sind. nackt Oder so. Gewesen? Also was heißt nackt? Ich hatte eine Badehose an. Okay, ja, ich höre immer, dass man in Thermen so einfach nackt ist die ganze nee, Zeit. Nee, hör mir auf. Nee, nee, nee. Okay. Hat jeder sein Höschen an. So. Wenn ich nackt sein will, dann gehe ich nicht in die Therme. Ganz bestimmt nicht. Ich habe das gehört. Eine Freundin wollte mit mir in die Therme gehen und die meinte, da musst du dich aber auch wohlfühlen, dass du dich ausziehst. Und ich so, nee, auf gar keinen Fall, ich laufe da noch nicht nackt rum. Ja, aber in der Sauna, da zieht man sich auf jeden Fall aus und auch da hätte ich es jetzt einfach auch nicht eingesehen. Also keine Ahnung. Also muss nicht unbedingt sein, aber selbst wenn mein Best Buddy jetzt, also ich würde jetzt nicht nackt mit ihm im Pool chillen. Das Ding ist, der ist schon sehr aufdringlich und sowas und wir schlafen auch im selben Bett manchmal, wenn er sich umdreht erstmal. Aber ja, weiß nicht. Ich finde es cool. Muss nicht sein, finde ich. Also muss nicht sein. Ich habe jetzt nicht unbedingt was dagegen oder sowas. Das ist sowieso, ich glaube, bei Männern ist es halt ein bisschen was anderes. Also es ist halt super, super, super oft bei Männern. Vielleicht auch nur bei mir, weißt du, aber das ist dann wieder so das Ding. Für wen ist die Welt gemacht? Laura, wenn ich dir jetzt zum Beispiel Geschichten erzähle, kann sein, dass es einfach mir passiert die ganze Zeit. Verstehst du? Weil zum Beispiel, ich sag mal so, ich war irgendwo mit jemandem, den ich gut kenne. Und es war, das Szenario war, wie soll ich es erklären? Stell dir einfach vor, das ist das Haus meiner Großmutter, okay? Ich bin im Haus meiner Großmutter. Okay. Und da sind Leute, die ich kenne, logischerweise Familie, Freunde und so. Ein Mann kommt zu mir, den ich gut kenne, ich will jetzt nur nicht sagen, wer das ist, ne, weil es ein bisschen unfair ist für die Geschichte vielleicht oder so, kommt dann zu mir und sagt, hey, kann ich dich ganz kurz sprechen? Und ich sage, na klar. Und dann gehen wir von der Küche, wo alle Leute sitzen, einfach 5 Schritte weiter ins Wohnzimmer und er zieht seine Hose aus und hält mir dann einfach seinen Sack hin mit seiner Hand und sagt, guck mal, hier, ist das normal? Und das Ding ist grundsätzlich, ich habe jetzt nichts dagegen, irgendwie einen Männerschwanz zu sehen oder irgendwelche Eier oder sowas, weißt du, wie ich meine? Aber ich bin gerade im Haus meiner Großmutter, wir sind gerade am Essen in der Küche und ich habe damit nur nicht gerechnet. Weißt du, wie ich meine? Aber solche Situationen passieren halt schon relativ häufig. Oder passieren mir halt, also unter Männern passiert sowas schon häufiger, dass man da so ein bisschen freier, glaube ich, damit umgeht oder so. Oder offene Duschen. Aber es ist ja, nicht ich glaube aber, wir Frauen sind auch untereinander sehr offen. Also das glaube ich schon. Also wenn ich überlege, also ich bin da tatsächlich eher zurückhaltender. Ich ziehe mich nicht so gerne auch von meinen Freundinnen aus oder so. Aber ich habe auch Freundinnen, die tauschen auch ihre Unterwäsche aus, wo ich dann alles sehen kann oder ziehen ihren BH aus. Das sind Sachen, wo ich theoretisch schon für mich die Grenze ziehe. Also selbst bei guten Freundinnen, das sind einfach Dinge, die ich nicht teile. Mit Freunden, ich bin da total prüde, könnte man sagen. Aber ich mag das einfach nicht, keine Ahnung. Aber viele Frauen, die ich kennengelernt habe, die haben da gar kein Problem mit, sich vor mir auszuziehen. Also ich habe schon, ich glaube, von jeder Freundin die Brüste gesehen. Was? Ja, schon. Okay, das kann ich von meinen Freunden nicht sagen, dass ich... Okay. Das ist, weiß ich nicht, bei Frauen keine Ahnung. Also ich weiß noch, dass auch mal eine Freundin halt so gesagt hat, so ja, denkst du, hier ist irgendwie ein Knubbel oder so. Und dann... Ja. Okay. Ne? Also sowas halt manchmal, aber sonst auch gerade bei Brüsten ist mir das unter Frauen bisher immer sehr locker aufgefallen. Aber jetzt warte mal kurz, ist es dann eher so, weil es ja auch ein tatsächlich reales Problem, so Brustkrebs, Vorsorge und die Angst dann vielleicht auch davor. Übrigens, Leute, lasst euch testen, wirklich. Das ist super, super easy und präventiv einfach das Allerbeste, das ihr tun könnt. Aber ist es dann eher so in dem Kontext oder ist es eher so in dem Kontext schon auf einer sexuellen Art und Weise? So? Also nicht so, dass ihr euch gegenseitig anbaggert, aber schon, weißt du, in dem Kontext, guck mal, mein Schwanz, glaubst du, meine Freundin gefällt dir? Weißt du, so auf die Art so. Nee, das tatsächlich gar nicht. Also wenn es nicht medizinisch war, dann war es eher so,
Und findest du, die eine ist größer als die andere? Ah, Ich habe letztens im Spiegel geguckt okay. und dachte irgendwie, ne? Okay, Solche ja. Sachen eher. Also nicht, Ja. dass man sagt, so, ja, findest du meinen. Also Ja. schon, also man hat auch schon mal so gesagt, so, hör mal, guck mal, wie findest du die Unterwäsche? Könnte das meinem Freund gefallen? Ja, das schon auch. Aber das Anbaggern ging jetzt nie in meine Richtung oder so. Also eine Freundin hat jetzt nie versucht, mich auf diese Art anzubaggern. Nee, das war eigentlich immer, wir haben uns dann beraten, bezüglich Reizwäsche oder so, oder man hat mal gefragt, hör mal, findest du, die eine Brust ist größer als die andere? Solche Sachen halt, ne? Ja, das würde ich eher Crazy. sagen, war jetzt gang und gäbe eigentlich, ja. Crazy wild. Das ist wild. Ich habe über Offenheit gesprochen, aber das ist echt. Ja, Okay. das finde ich jetzt gar nicht so privat. Tatsächlich. Also. Dass man sich gegenseitig die Brüste zeigt. Ja. Unter Frauen weiß ich nicht. Also mich hat es nicht gestört, deren Brüste zu sehen. Ja, sowas Ich stört mich grundsätzlich selber. auch nicht so. Ja. Also. Aber ich. Ja, Ja. das dachte ich mir schon als Mann, dass sich das nicht stört, Brüste zu sehen. Aber ich selber, ich habe das nie, ich konnte das nie, also einfach einer Freundin zeigen, so, und wie findest du es? Ich selber konnte das nicht, aber überraschenderweise kam man oft irgendwie auch auf mich zu und hat dann gefragt, hör mal, wie findest du das und das? Ne? Also ich habe schon mal Reizwäsche angezogen und das einer Freundin geschickt, also ich habe es ihr gezeigt und gesagt, und wie findest du das? Aber dass ich jemandem, der nicht mein Freund war, einer Freundin meine nackten Brüste gezeigt hat, das ist eigentlich nie vorgekommen. Nein. Aber ich hatte halt Freundinnen, die mich dann gefragt haben. Und die haben dann, ich weiß nicht, ob das allgemein so ist, ob ich da vielleicht eine unnormal hohe Hemmschwelle habe. Ich selber kann das einfach nicht, eine Freundin nach sowas zu fragen. Aber meine Freundinnen können das oftmals mich fragen, ne, nach solchen Sachen. Ich selber bin da, meinen Freundinnen gegenüber irgendwie zurückhaltender. Aber ich bin nicht angewidert, wenn die mir das zeigen. Nur ich könnte es ihnen halt nicht zurückgeben. So, weißt du, wie ich meine? Ich habe damit tatsächlich absolut gar kein Problem irgendwie. Ich finde, also auch irgendwie rein theoretisch mit Nacktheit oder sowas. Ich habe mal einen Film mitgespielt, da sieht man mich auch komplett splitterfasernackt und so. Und während den Drehs war es zum Beispiel auch so, dass jeder musste eigentlich rausgehen. Das war eigentlich ein geschlossenes Set. Das heißt, es waren nur die Leute, die wirklich entweder die Kamera gehalten haben, Mikrofon, oder es war wirklich nur der Regisseur. Nicht mal der Assistent durfte da sein. Geschlossenes Set. Und das Ding ist, trotzdem war die komplette Crew am Start und die haben alle zugeschaut. So rein theoretisch, weißt du, Hast du es ist nicht ja eine auch. Socke an oder so? Nee, es wurde ja gefilmt. Also man sieht es im Film auch, deswegen kann die Man Socke da sieht nicht. alles. Man sieht alles, ja. Aber das Ding ist, ich finde, was komisch ist, ist, dass irgendwie Nacktheit und Sexualität was mit sich bringt, irgendwie. Was dann auf einmal was Komisches ist. Weißt du, was ich meine? Das ist so das Ding. So, ja, jetzt habe ich deinen Schwanz gesehen, mäßig. So. Ja. Das ist schon eine neue Ebene, auf die man sich dann begibt. Wenn man eine Freundschaft hat und man sieht dann den Schwanz von dem anderen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das dann ja einen zum Nachdenken anregt, vielleicht. Weiß ich Ja. nicht. Also Ja. für mich war das immer erstmal komisch, aber wie gesagt, es hat mich nicht gestört, dass ich es gesehen habe. So, ich habe auch nicht weiter darüber nachgedacht, aber für mich war immer klar, ich kann das nicht. Ne? Also ich könnte das einfach nicht. Keine Ahnung. Aber mich hat es nicht gestört. So. Crazy. Ja, interessanterweise sind, glaube ich, die meisten Männer einfach in einer Lose-Lose-Situation. Frauen zeigen sich gegenseitig die Brüste und Männer zeigen Frauen ihren Penis. Männer kriegen absolut nichts in der Rechnung, ne? Was auch in dem Fall auch was ganz Gutes ist, aber. Ne? Ja gut, aber das, du siehst das jetzt aus der männlichen Perspektive. Ich sehe ja nicht die Brüste von einer Freundin und denke mir, oh, geil, Alter. Ne? Ja, So, richtig, aber ne? das Ding ist, du siehst halt Aber. auch nicht den Schwanz von deinem Nachbarn, der dir jetzt einen Dickpick schickt und denkst dir, oh, geil, weißt du, wie ich meine? Ja, okay, ja, das stimmt schon, ja. Okay. Gut. Ja, den Punkt, den gebe ich dir, ja. Dickpics sind einfach scheiße. Also wirklich, keine Ahnung, wer diese glorreiche Idee hatte, irgendwann Es mal ist ein seinen Schwanz psychologisches rumzuschicken. Ding. Es ist ein Nee, das ist psychologisches einfach Ding. nur, es ist einfach nur ekelhaft. Ist es auch. Ja.
Absolut. Aber es ist halt eher Telling für die Leute, weißt du, wie ich meine? Also, das ist eigentlich das, was ich gesagt habe, nur in einer anderen Form. Auf einmal denken die Leute, das ist was Besonderes, weißt du, wie ich meine? Weil du jetzt weißt, wie der aussieht oder sowas. Oder in deren Kopf denkt man dann irgendwie noch sexualisiert weiter oder sowas. Aber es ist halt einfach nicht so. Also, man kriegt jetzt irgendwie sicherlich, oder Frau, sicherlich jetzt nicht irgendwie Bock, dann irgendwie direkt, ne, zu Ja, aber antworten danach, ist oder? das für dich als Mann denn, wenn du quasi eine Vajayjay geschickt bekommst, ist das für dich was Tolles oder denkst du dir so, Unfaire Frage, weil es kommt darauf an, von wem ich die JJ bekomme, geschickt bekomme. Ja, weiß ich nicht, von jemandem, den du gerade kennenlernst, keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber ich meine jetzt grundsätzlich den Anblick. Den Anblick findest du gut? Also das Ding ist, wenn ich von meiner Freundin ein Foto, egal was für ein Foto bekommen würde, dann fände ich das unfassbar sexy, absolut. Ja. Hm. Ja, ich finde es. Nee, ich finde es. Keine Ahnung. Also selbst wenn ein Freund, also ein fester Freund von mir seinen Schwanz geschickt hat, fand ich das immer so, oh toll. Wirklich. Also was soll das jetzt bei mir auslösen? So. Das ist aber, glaube ich, auch noch mal ein bisschen was anderes, weil ich sehe nicht irgendwie Erregung in Teilen oder sowas. Also ich, wie soll ich es erklären? Das Ding ist, man ist jung und dann sieht man ja schon irgendwie, keine Ahnung, Geschlechtsteile. Und es ist jetzt nicht unbedingt, also ich will mal sagen, ich habe schon Titten gesehen, aber das ist jetzt auch nicht so, dass du dann Titten siehst und dann gleich denkst, wow, krank, jetzt fühle ich mich so erregt oder so. Weißt du, wie ich meine? Also bei Das mir ist heißt, es du nicht. musst die Person auch schon mögen, damit dir die Bilder dann auch gefallen. Absolut. Ah, okay. Absolut. Verstehe. Und das hängt natürlich mit vielen Dingen dann auch zusammen. Weil die muss ja auch gut aussehen, wenn ich das Foto bekomme. So. Also ich will jetzt nicht über die JJ von meiner Freundin sprechen, aber die sieht auf jeden Nein. Fall sexy aus. Deswegen kann ich mich darüber dann auch einfach, Ja, aber sagen wir mal, wie gesagt, ne? du bist auf einer, reden wir mal nicht von einer Person, die du jetzt wirklich gern hast, wo du auch Gefühle Ja. hast, sondern du lernst jemanden kennen auf Tinder oder so. Und du weißt, okay, es wird wahrscheinlich eh nur auf was Lockeres hinauslaufen. Die Person schickt dir dann ihre Vajayjay. Und denkst du so, boah, geil oder? Nö. Nö. Das ist scheiße, oder nicht? Also. Das Es kommt halt auch immer sehr darauf an. Viele verstehen, also grundsätzlich so ein Bild zu verschicken, egal wem, ich glaube nicht, dass es Türen öffnet, es schließt eher Türen. Weißt du, was Ja. ich meine? Das Ding ist, wenn ich will, dass meine Freundin erregt ist durch mich, dann schicke ich eine Sprachnachricht und dann sage ich ihr, was ich mit ihr machen werde. Ja. Und schick ihr nicht So ein was eher, Foto von ja. meinem Schwanz. So. Ja, das ist so primitiv irgendwie. Weiß ich nicht. Also, wenn man halt Ja. einfach ein Schwanzfoto schickt. Ja. So, oder Also. halt einfach seine Vajayjay. So, keine Ahnung, es ist so komisch. Aber es Ich finde funktioniert auch. sicherlich bei manchen und ich glaube, bei vielen Männern ist es halt so, dass sie sehr reaktionär auch funktionieren. Die sehen Brüste und dann geht halt Legt sich ein klein Willi Schalter um direkt. Ja, okay. oder halt ein Schalter hoch, je nachdem. Aber ja. Und dann denken die, das ist halt genauso, glaube ich. Weil die genauso funktionieren. Aber ich funktioniere zum Beispiel nicht so. Und ich kenne auch viele Männer, die so nicht funktionieren. Also viele tun so, als ob Männer so die Wesen wären, wenn man dann irgendwie als Frau dann irgendwo dann sich nackt macht, dass dann voll Impulsverlust und man muss jetzt dann unbedingt da jetzt miteinander ficken. So. Und das ist richtig, richtig komisch. Ich habe schon Menschen kennengelernt, die sind so. Und ich habe crazymäßig, muss ich sagen, viele Männer sind so. Also, dass die einfach, egal was eine Frau macht, egal wie man sie bewerten mag, dass es teilweise schon ausreicht, einfach für die Leute, dass die durchdrehen und ausflippen, viele Männer, und sagen, ja, das will ich. Und bis der Punkt erreicht ist, ist halt bei mir,
Weißt du, das Ding ist, Laura, ich habe eine lange Geschichte. Ich glaube, vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen. Und ich habe halt auch viel durchgemacht. Ich habe halt, glaube ich, ich sag mal so, ich war irgendwann mal verheiratet. Ich habe sehr früh geheiratet. Als wir vorhin über Abitur und so gesprochen hatten, da habe ich, in demselben Jahr habe ich auch geheiratet. Oh, okay. Ja. Krass. Und das war sehr früh. Wir haben uns dann auch scheiden lassen und irgendwie, ich hatte eine dunkle Zeit in meinem Leben, wo ich auf jeden Fall auch ein bisschen komische Sachen gemacht habe. Aber in der Zeit zum Beispiel, mein Telefonbuch, das hatte über, also auf jeden Fall dreistellig Kontakte und über die Hälfte davon waren von Stripperinnen. Meine besten Freundinnen waren Stripperinnen. Ich war jeden Tag mit Stripperinnen unterwegs. Ich habe eine Zeit lang, habe ich sogar für eine Freundin für mich gearbeitet, die eine Stripperin war. Also du hast gestrippt? Nee. Du hast für sie gearbeitet, aber du hast nicht für sie gestrippt. Was sie hat gern Party gemacht und sie hat halt jemand gebraucht, der sie fährt, bisschen aufpasst und auch leider mehr. Oder was ist leider? Ich habe halt, ja. Du hast halt, ja. Ihre Drogen zum Beispiel abgeholt. Ja, in der Zeit habe ich auch konsumiert selber und sowas, aber wie gesagt, dunkle Zeit auf jeden Fall. Dunkle Zeit, ja, das klingt echt. Das klingt, ich will gar nicht so tief reinhaken, wenn das für dich, wenn du selber sagst, dass es eine dunkle Zeit ist, dann. Ich habe damit kein Problem. Ich will halt, ja, ich habe damit gar kein Problem zu sprechen. Das ist Vergangenheit für mich. Es ist so weit entfernt. Allein schon drüber zu sprechen, ist schon so weit entfernt. Also so von dem, wer ich auch bin. Und auch dieses Verständnis darüber, warum ich die Sachen überhaupt gemacht habe, so damals dann auch. Aber, weil in der Zeit habe ich zum Beispiel, es gab viele Auseinandersetzungen, die ich hatte, weil sie ist zum Beispiel, sie ist so eine Person gewesen, sie hat gern mit Männern gespielt. Und sie hat Männer gern manipuliert und dann aggressiv gemacht. Und dann war meistens der Punkt, wo ich dann dazu gekommen bin. Weil, also sie hat dann immer gesagt, sie hat gesagt, ich bin ihr Cousin. Und dann hat sie, weißt du, dann ging es immer so, fass mich nicht an, mein Cousin ist hier und sowas. Und dann zack, zack, zack. Und sie fängt an mit kleinen Handgreiflichkeiten und sowas. Und eigentlich alles, was ich gemacht habe, ist in der Theorie, sie zu schützen. Aber in der Praxis ist es eigentlich nur, den ersten Schlag von der Seite zu verteilen. Ja. Ah, das ist übel. Ist so eine Man-Eater quasi, ne? Ist so. Aber dazu habe ich halt auch eine Geschichte, weil das auch nicht irgendjemand war, sondern es war halt eine gute Freundin von mir, die ich halt auch schützen wollte, so. Ja. Ja. Verständlich, ja. Aber Ende vom Lied, manche Menschen kannst du nicht schützen. Und kannst du auch nichts machen, einfach. Ja. Die Leute müssen halt irgendwo auch ihre eigenen Erfahrungen machen, ne? Und man kann sich nicht immer hinter anderen Leuten verstecken. Das wird nicht funktionieren. Das stimmt. Irgendwann fällt dieses Kartenhaus halt einfach zusammen. Und dann merkst du selber, oh, ich bin selber ohne diese Person irgendwie gar nichts und nicht so stark, wie ich vorgebe zu sein. Und na, dann fängt die Selbstreflexion an und dann ist es meistens schon ein bisschen zu spät für solche Gedanken, ne? Auf jeden Fall, ja. Das stimmt. Wie sind wir überhaupt dahin gekommen? Warum habe ich das überhaupt gesagt? Wegen den Dickpics. Das war das Erste, was wir eben angesprochen haben. Dann sind wir auf JJs gekommen. Und das hat angefangen mit der Therme. Ach so, genau. Nur in der Zeit dann, weißt du, ist es halt. Dazu wollte ich nämlich noch eine Frage stellen, weil wir gestern im Stream das Thema auch ausführlich behandelt haben. Und ich als Frau bin da auch sehr neugierig. Und zwar, weil du hast ja auch gesagt, dass du in der Therme dann oft irgendwie auch... also du bist ja angequatscht worden als Mann allgemein. Wie findest du das, wenn Frauen dich anquatschen auf eine normale Art und Weise? Also ich meine jetzt nicht so dieses, du bist voll geil, lass mal hier, ne? Sondern wenn jemand sagt so... sagen wir mal, die Frau kommt zu dir und sagt, hey, ich finde dich sympathisch, hast du Lust, einen Kaffee trinken zu gehen? Oder so. Wie findest du das als Mann? Du meinst rein hypothetisch, wenn ich
wenn das passiert wäre, sozusagen in der Zeit, bevor ich jetzt... Ja, du bist Single und bereit, so eigentlich. Rein hypothetisch. Ne? Ja. Ich werde angequatscht. Mhm. Wie finde ich das? Es kommt sehr drauf an, glaube ich, was ich gerade mache und wie ich, glaube ich, gerade die Sachen mache. Ja, aber würdest du es grundsätzlich, sagen wir mal, da ist eine Frau, die findest du auch interessant. Ja. Und die macht dann aber den ersten Schritt. Und ach so. Du nicht. So. Bockt mich nicht. Interessiert aber, mich nicht. Aber, okay. Und was ist, wenn es eine Frau ist, die, ja, keine Ahnung, halt einfach irgendeine Frau. Eine, die du jetzt nicht unbedingt, die dir vielleicht nicht aufgefallen ist direkt und die geht auf dich zu, ist das für dich eher so ein, oh, die hat es aber nötig, Gefühl? Oder fühlst du dich als Mann irgendwie dann so in der Position von wegen, eigentlich, wenn ich Interesse an dir gehabt hätte, hätte ich dich angesprochen? Oder wie kommt das rüber für einen Mann, wenn die Frau einen so selbstbewusst, wie sie ist, dann anquatscht? Ich kenne Männer, die haben sicherlich ein Problem damit. Aha, okay. Warum? Gefügigkeit. Viele Männer sind nicht manns genug. Und die müssen sich und ihre Männlichkeit immer konstant beweisen. Und das schaffen sie am besten, indem sie einen gefügsamen Partner haben. Mhm. Den sie klein halten können, meiner Meinung nach. Das ist jetzt nicht irgendwie was Bewusstes, aber das ist bei Männern auf jeden Fall sehr stark ausgeprägt, finde ich. So dieser Drang, sich beweisen zu wollen, sich beweisen zu müssen. Und das deswegen. Heißt, wenn er so ein selbstbewusster Mann ist und der wird dann angequatscht, dann ist das für den so, ey, Moment, ich gebe jetzt die Kontrolle dann quasi ab über die Situation und das gefällt mir nicht? Oder womit hängt das zusammen? Soll ich eine politisch nice Sache sagen oder soll ich einfach sagen, wie ich glaube, dass es ist? Für die meisten Männer. Ich will deine ehrliche Meinung wissen. Meine ehrliche Meinung ist, ich glaube, die meisten Männer sehen das und denken sich Fickmaterial. Und alles andere wird nicht passieren. Eiskalt. Wenn eine Frau einen anquatscht? Ja. Boah, okay, das ist heftig. Weil, also ich sag nur in den meisten Fällen, das heißt nicht, dass, mhm, wenn jetzt dann irgendwie, ne, in den meisten Fällen, das ist das, was ich tatsächlich glaube. Weil die meisten Männer das auf jeden Fall als Bedrohung auch wenn es nur unterbewusst ist. Ich habe mit Männern gesprochen, die sagen mir ins Gesicht sowas wie, das ist keine Bedrohung für mich, aber es ist schon eine Bedrohung, also hundertprozentig, für die meisten, glaube ich schon. Das ist schon so. Die meisten finden sowas, weil das ist ja der erste Schritt, weißt du, wie ich meine, dieses Selbstbewusste. Die Frau soll die Fresse halten. So, mhm, ist eigentlich das, was, glaube ich, tatsächlich... Denkst du, viele Männer denken noch so. Ich weiß es leider. Ich weiß es leider. Ich weiß es leider. Ich bin viel zu viel mit viel zu vielen Männern unterwegs, mhm, und kenne leider viel zu viel. Weil ein Kumpel von mir zum Beispiel, wenn wir so ein bisschen quatschen und ich sag so, ja, da war so ein Typ im Gym zum Beispiel, den fand ich gut, da sagt er, ja, dann quatsch ihn doch einfach an. Und ich denke mir so, nee, das ist die Aufgabe von ihm, mich anzuquatschen. So, ich bin da eigentlich sehr konservativ eingestellt und denke mir, okay, wenn der Mann Interesse hat, dann wird er mich schon anquatschen. Und deswegen setze ich mich viel mit dem Thema auseinander gerade, wie das wohl rüberkommt für einen Mann, wenn dann die Frau anquatscht, weil er sagte, also der Kumpel, mit dem ich gesprochen habe, er meinte halt so, ja, das zeigt ja, dass du selbstbewusst bist und Männer stehen auf selbstbewusste Frauen. Und jetzt sagst du mir so, okay, ja, wenn du den anquatschen würdest, wird er denken, du bist Fickmaterial. Das Ding ist, ich habe das letzte Mal, als ich die Situation hatte, da hat mir der Typ gesagt, Trainingsmaterial. Mhm. Ja. Okay. Ja, die ist nicht so krass, aber Trainingsmaterial. Hm. Und bei Männern ist viel Rating am Start. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, nur rein vom Gefühl her, wie gesagt, vielleicht... Es ist meine Welt einfach. Es ist meine Welt einfach. Es ist, heißt nicht, dass es für jeden dieselbe Welt ist, aber so wie, mhm,
ich das wahrnehme und so wie ich die Sachen wahrnehme, ist es halt leider Gottes schon überproportioniert so. Und ich glaube, bei Frauen ist es eher so, wenn man einen Typen kennenlernt, weißt du, dann kommst du her und dann ihr unterhaltet euch über ihn und aber ich weiß nicht genau, und wie sieht er aus? Ja, ja, dieses und jenes und papapa. Und bei den meisten Männern ist es weiß nicht, eine 4. Ihre Freundin ist auf jeden Fall besser, aber draufgeschissen, ein paar Mal geht schon. Weißt du, so ein Ding. Leider Gottes. Und ich sag das und du denkst jetzt dann vielleicht irgendwie so, ja, das müssen jetzt dann richtig ekelhafte Männer sein. Hm. Aber... Ja, schon. Ich denke halt, ich als Frau habe immer noch so diesen Funken Hoffnung, dass der Mann sich vielleicht nicht traut und man dann als Frau so dachte, okay, gut, dann übernehme ich das, ja, kein Problem. So, ne? Das ist so dieser Zwiespalt. Eigentlich möchte man als Frau angesprochen werden. Ne? Mhm. Und es fühlt sich auch gut an, wenn ein Mann zu dir kommt und dir Komplimente macht und, ne? Das ist schon ein schönes Gefühl. Und dann hast du halt irgendwen, den du gut findest und dann hoffst du einfach darauf, okay, durch Blickkontakt, ne, entsteht vielleicht was und dann denkst du irgendwann so, ja, ich habe keinen Bock mehr zu warten, hat der nicht die Eier, mich anzusprechen oder, ne, oder bin ich vielleicht doch nicht sein Typ, warum lächelt er mich dann die ganze Zeit an? Das sind so, es herrschen so viele komische Signale zwischen Männern und Frauen, dass es als Frau auch total schwierig ist, finde ich, so zu sagen, okay, findet er mich jetzt gut oder nicht? Und wenn er mich die ganze Zeit anlächelt, wieso spricht er mich nicht an? So, will er, dass ich ihn anspreche? Ist das okay, als Frau einen Mann anzusprechen? Weißt du, ja, verstehe ich. Aber dann, glaube ich, kommt es wirklich nur auf die Leute einfach drauf an. Ich gebe dir ein Beispiel. Also das Ding ist, ich rede nicht so gern über irgendwelche Sexsachen, aber ich kann's nicht anders erklären. Ich hatte mal was mit einer Frau, die der Meinung, während wir Geschlechtsverkehr hatten, der Meinung war, dass sie dominant ist. War sie nicht. Aber sie hat trotzdem versucht, ihre Rolle zu finden. Hat es aber irgendwie auch nicht geschafft und so. Aber das Ding ist, sie ist vom Charakter trotzdem dominant, aber einfach nur nicht in meiner Gegenwart. Verstehst du, was ich meine? Mhm, okay. Und das heißt, sie funktioniert nicht. Sie funktioniert nicht und sie fühlt sich auch nicht wohl dabei und sie fühlt sich auch schlecht, weil sie einfach nicht funktioniert. Sie kann diese Dominanz nicht pushen bei mir, das geht nicht. Aber wenn sie jetzt zu jemand anderem geht, der sich sehr gern dominieren lässt, wenn du weißt, was ich meine, dann ist es was komplett anderes. Und genau das ist, glaube ich, das Ding. Das wissen? Man weiß es nie. Wissen, ob die Person dann entweder denkt, du bist Trainingsmaterial, ne? Oder ob die Person vielleicht einfach ein schüchterner Typ ist, der sich nicht getraut hat, dich anzusprechen. Ich sag's dir, nicht in der ersten Nacht ins Bett gehen, egal mit wem. Ja, und in der zweiten auch nicht. Und ich weiß, wie das klingt und das Ding ist, ja, sexueller Hunger und sowas ist schon auch irgendwo wichtig, aber wenn du wirklich wissen willst, wenn du dir 100%ig sicher sein willst und nicht irgendwie gambeln willst und nachher sagen willst, okay, ich hab's versucht, war cool, hat nicht funktioniert, dann zögerst du das auf jeden Fall raus. Nicht zu sehr, spiel nicht mit den Leuten so, meiner Meinung nach. Irgendwann mal fängt es an, das große Spiel. Viele Leute kennen so dieses Warmhalte-Ding, wo ich mir auch denke, da kenne ich auch genug Beispiele von Männern, die dann warm gehalten werden oder sowas, wo ich mir auch denke, hey, Bruder, mach doch was aus deinem Leben. Mach was, dass die Leute dich sehen und dann einfach irgendwie dich ansprechen wollen, aber warte doch nicht da auf der Ersatzbank irgendwie, bis jemand, der viel mehr Optionen hat, dann vielleicht zu dir kommt. Ja, aber das ist ja jetzt schon quasi das Weiterführende, ne? Wenn man schon ins Gespräch gekommen ist. Ne? Aber Kennenlernphasen finde ich viel schlimmer. Es ist schlimmer, weil das Ding ist, klar, Frauen wird manchmal gesagt, dass sie die Meistermanipulatoren sind, aber das Problem ist, wenn Männer eine Sache wollen,
sind die auch gar nicht mal so kacke darin. Verstehst du, wie ich meine, zu verschleiern, was die gerade wollen? Das heißt, allein schon die Frage, wieso du dich gerade nachts um 11 oder was auch immer, 2 Uhr morgens irgendwie angetrunken mit einem Typen im Club unterhältst, weißt du, was ist das für eine Basis? Das muss man sich halt immer bewusst machen. Wenn man ficken will, dann geht man ficken. Aber wenn man den Partner fürs Leben sucht, dann sollte man ein bisschen vorsichtiger sein, glaube ich. Weil ich glaube, da tritt man in viele, viele, viele Fettnäpfchen, weil viele Männer kommen her und erzählen euch dann was. Und das sind die Attraktiven. Das sind die Schlimmsten, weil die können das nämlich. Die können das nämlich richtig gut. Als ich hatte eine Freundin von mir, als ich mich damals abscheiden lassen, habe ich ihr ein Versprechen machen müssen. Sie hat mir gesagt, werd jetzt nicht zum Schürzenjäger. Nur wegen dieser einen Nummer. Weil das Ding ist, ich glaube, dass ich schon auch die Fähigkeit dazu hätte, einfach nur, also nicht, weil ich Leute verarsche oder irgendwas, sondern einfach nur, wie soll ich sagen, wenn ich, kaum Mann ist auf der Suche irgendwie nach einer langjährigen Beziehung oder sowas. Die meisten werden dir sagen, ja. Aber die meisten Männer, sobald sie Sex bekommen, werden die sagen, nein. Aber dann bleiben die Männer ja für immer alleine. Also sie werden ja dann allein sterben. Ich glaube, für einen Mann aktuell, es kommt sowieso drauf an, du musst sowieso ultra aufpassen heute. Weil ich weiß nicht, hast du schon was von der Red Pill gehört, Laura? Red und Blue Pill? Ja. Aus Matrix. Ja. Ja. Aber wenn du die Red Pills noch nicht kennst oder die Red Pille, dann bist du sowieso gearscht heutzutage. Wieso, was ist das denn jetzt schon wieder? Das sind diejenigen, die der Meinung sind, dass jede einzelne Frau auf dem Planeten Erde weniger wert ist als ein Mann. So wird es nicht explizit kommuniziert. Eigentlich ist die Idee ist eine andere. Die Idee ist, es gibt keine Treue. Die Idee ist, jede einzelne Frau auf dem Planeten wird upgraden sich. Das heißt, wenn eine Frau mit dir zusammen ist als Mann, wird sie auf jeden Fall, wenn sie die Option hat, einen Mann mit einem höheren Status zu bekommen, wird sie auf jeden Fall abspringen. Und da geht's darum, Frauen in Line zu halten. Da geht's darum, Frauen zu wählen, die gefügig sind und so weiter und so fort. Viele Sachen, ich kann das nicht so gut wiedergeben. Es gab sicherlich eine Zeit, wo ich das besser hätte formulieren können. Das war jetzt irgendwie einseitig, relativ einseitig. Aber so Figuren wie Andrew Tate, falls dir der ein Begriff ist. Ja. Yeah. Das sind so die großen Anführer der Red Pill Community. Das heißt also, als Frau mit einer eigenen Meinung und gesundem Selbstbewusstsein hat man es prinzipiell schwerer. Ja. Vor allen Dingen, weil Männer, ich meine grundsätzlich, wir sprechen hier über sehr viele Sachen. Wir sprechen hier halt über die Welt, wie sie ist und nicht, wie sie sein sollte. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und es ist halt leider so. Ich wünschte, es wäre anders. Aber trotzdem höre ich Sätze wie, sie verhält sich wie ein Mann. Höre ich regelmäßig. Ja. Das heißt, du spielst das Spiel mit, weißt du, wie ich meine? Du spielst die Casting-Couch mit. Und das hört sich jetzt komisch an, als ob ich irgendwie so ein Antipatriarch, ich weiß nicht mal, wie man das Wort ausspricht, ist mir auch scheißegal. Und ja, ich habe trotzdem Abi, ja, Arschfressen. Aber, ja, genau. Ey, ich bin sicherlich nicht der Zerstörer oder irgendwas, so. Ich bin einfach ein ganz normaler Motherfucker. Aber es gibt einfach diese Extremen und die Red Pills, die sind tatsächlich eine Extreme. Und das kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, weil das hat mir tatsächlich auch in der Zeit, wo ich die meine Scheidung durchgemacht hat, habe ich sehr viel Content auch irgendwie in die Richtung hingehend dann konsumiert.
Und das ist schon ziemlich, ziemlich crazy. Also da wird eine komplette Generation auf jeden Fall auf Antifrau getrimmt. Ja. Toll. Das sind ja großartige Aussichten. Danke für diese Erkenntnis. Immer wieder gern, Laura, immer wieder gern. Toll. Ja. Nee, ich weiß, das ist. Das soll jetzt nicht so klingen, als ob ich Männer trash-talken würde. Das ist wirklich nicht so. Ich kenne ich kenne absolute Ehrenmänner. Und zwar richtig, richtig viele. Und die meisten davon habe ich ganz nah bei mir. Wirklich. Aber diese Männer, die gibt's einfach nicht mehr. Die gibt's einfach nicht mehr. Sieht man ganz, 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 ganz selten. Aber es gibt halt auch, weiß nicht, so wertetechnisch heutzutage sowieso, so, egal wohin du gehst, Frau, Mann, Trans, spielt gar keine Rolle. Es ist wertetechnisch, also das, worauf es ankommt, heutzutage nicht mehr so krass, finde ich. Aber wie kommen dann heutzutage überhaupt noch Beziehungen zustande? Das Gefühl, alleine zu sein, ist halt eine Sache, glaube ich. Allein schon, wenn du mal überlegst, wie man teilweise da liegt. Ich habe neulich drüber nachgedacht, auch so, weißt du, Fötenstellung, wenn man am Schlafen ist oder sowas. Oder ich habe mir drüber nachgedacht, warum mag ich so sehr, wenn warmes Wasser über meinen Kopf oder über meinen Körper fließt? Warum mag ich das so sehr? Und warum mag ich es überhaupt nicht, wenn du dann so eine Hand rausmachst oder sowas und es ist kalt und du merkst dann instant die Kälte, ne? Und dann gehst du wieder rein und es ist dieses wohlige Gefühl. Ich glaube, das ist dieses wohlige Mama-Gefühl aus dem Fötus oder irgendwie so ein Scheiß. Irgendwie so ein Sigmund Freud-kranker Aber findet Scheiß oder man so. diese Wärme denn in jedem Partner? Vor allem einen, den man quasi einfach nur nimmt, weil man einsam ist. Da fühlst du doch diese Wärme gar nicht. Ja, die Frage ist aber, wer ist der Partner für dich? Weißt du, wie ich meine? Das ist die einzige Frage. Es ist eine sehr egoistische Frage am Ende des Tages, finde ich. Man sollte zwar für den Partner da sein, aber darum geht's nicht. Am Ende des Tages findest du ja hauptsächlich nicht nur deine Erfüllung, deinen Partner glücklich zu machen. Nehmen wir mal an, er würde dich dann betrügen im Umkehrschluss, dann würde dich das ja nicht glücklich machen. Das heißt, der Akt an sich, der Liebe, jemanden glücklich zu machen, der macht dich nicht glücklich. Was dich glücklich macht, ist natürlich selbstverständlich, dass der Partner dich sieht und sagt, hey, Laura, egal was du machst, kannst jetzt hier das Gift trinken, was ich in deine Wasserflasche reingemacht habe. Oder du kannst sein lassen. Weißt du, so dieses. Ich hab's schon runtergeschluckt, es ist zu spät. Einfach dieses Teamgefühl. Manche Leute haben grundsätzlich nicht so ein krasses Teamgefühl. Aber ich denke, also Narzissten finden natürlich dann auch, wenn sie in der Partnerschaft sind, anders Freude wie andere Menschen oder sowas. Aber wenn man wirklich. Ja, es muss für beide Seiten funktionieren. Das ist das Perfide, glaube ich. Also du kannst nicht nur geben, du musst halt auch empfangen. Und wenn beide das machen, und deswegen bist du abhängig von dem Partner, dass er das auch macht, dann funktioniert's. Und deswegen gibt's dafür keine Lösung. Weil wenn er nicht mitzieht, dann geht's nicht. Weißt du, ich hatte auch schon Beziehungen, wo ich gedacht habe, ich ziehe jetzt durch für uns zwei, aber nee. Und Nee, es vielleicht muss schon gegenseitige Balance auch herrschen, ja, ganz klar. unbedingt. Unbedingt. Wenn du schwach bist, muss dich dein Partner halt carryen. Und wenn dein Partner schwach ist, dann musst du ihn carryen. Und wenn ihr beide schwach seid, dann pusht ihr halt gemeinsam halt Kopf an Kopf irgendwie. So muss es funktionieren, denke ich. Das ist Ja, und die sich einzige halt gegenseitig Möglichkeit. unterstützen und halt bestärken. Ne? Also man ist halt, meiner Meinung nach, ist es halt nicht ein, wir hatten gestern ein interessantes Video gesehen, da hat ein Dating-Coach, ein Beziehungsberater von einem Machtgefälle gesprochen, was herrschen muss, um eine erfolgreiche Beziehung zu haben. Also im Umkehrschluss, ich kann dir diese Gleichung mal kurz aufstellen, und zwar gibt es in Beziehungen ein Part, der mehr investiert und einen anderen, der nicht so viel investiert. Und er ist der Meinung, dass dieses, ja, pass auf, das war seine Grundstruktur. Und er war der Meinung, dass der Part des weniger investierenden Menschen auf gar keinen Fall die Frau sein darf, sondern der Mann. Der Mann muss diese, und er hat es Macht genannt, er muss diese Macht haben, dass die Frau ihn umwirbt und die Frau ihm beweisen muss,
dass sie es wert ist, die Frau zu sein fürs Leben, dass sie stetig um ihn kämpfen muss, weil sie eine Herausforderung darin sieht und er als Mann muss derjenige sein, der weniger investiert, damit diese Beziehung gut funktioniert. Ich denke, dass es Investment ist, glaube ich, auch erstmal der falsche Begriff. Investment. Investment heißt ja erstmal, dass du was in Return bekommst. Und ich glaube, die einzigen Partnerschaften, die funktionieren, das sind die von bedingungsloser Liebe. Aber was heißt bedingungslose Liebe? Das heißt, egal was der andere macht, ich liebe ihn oder ich liebe sie. Zack. Das heißt es. Und wenn das nicht funktioniert, dann funktionieren Beziehungen vielleicht wegen anderen Sachen. Dann funktionieren vielleicht Beziehungen wegen dem Machtgefälle oder sowas. Weil beispielsweise ein Narzisst in der Beziehung ist und eine Person, die sich unfassbar gerne ins Gesicht schlagen lässt oder sowas. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ansonsten geht's nicht. Also ich glaube, es muss auf jeden Fall auf beiden Seiten. Wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, man ist der Einzige, der pusht, Ja. dann ist es als Ich kann dir Frau, das ist es Video ein gerne mal schweres schicken. Gefühl. Das ist absolut lächerlich. Weil wie viele Frauen gibt es denn auf dem Planeten Erde, die sagen, also mir gefällt das Gefühl, aber nicht die Einzige zu sein oder diejenige zu sein, die mehr investiert. Und by the way, behaupte ich, dass es sowieso in den meisten Beziehungen die Frau ist, die mehr investiert, auch. Ja. Also Ja, unabhängig das. davon, wer schuld ist, dies, das und sowas. Ich will jetzt keine Fass aufmachen, das ist alles nur Geschwätz oder sowas. Ja. Aber ich. Es muss kein Machtgefälle, muss absolut überhaupt nicht existieren. Das ist absoluter Schwachsinn. Das glaube ich nämlich auch nicht. Das habe ich gestern auch gesagt. Aber ich kann dir gerne das Video mal rausschauen. Vielleicht interessiert dich das. Weil ich fand das wirklich totalen Blödsinn, den er da geredet hat. Also für mich war das als Frau absoluter Bullshit. Vor allem, Sagen weil wir er mal, die halt Frau auch. ist am Arbeiten. Der Mann Ja. ist irgendwie, passt auf Kids auf, weil er einfach Bock drauf hat. So. Jetzt muss sie sich noch zusätzlich investieren. Noch stärker in die Beziehung. Ich finde, dieses Mann-Frau-Gelaber ist sowieso absolutes Obergeschwätz. Also erstmal haben wir sowieso 2024 so. Aber es ist irgendwie allein schon die Tatsache, und das merke ich an den Red Pills, so dieses, alle Frauen sind dieses und jenes, weil quatsch mal mit so jemandem und frag mal, ob die Mama auch sowas, weißt du, wie ich meine? Nee, meine Ja, Mama ist nämlich anders. das ist halt Was? Blödsinn. Deine Mama würde auf jeden Fall zu einem größeren Schwanz upgraden. Auf jeden Fall, das hast du doch gerade mir gesagt, oder nicht? Was? Nein, meine Mama ist anders. Ja, nein. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt. Ja. Ne. Da waren viele Widersprüche auch drin. Zweierlei Maß messen halt vor allem, ne? Also, aber auch Widersprüche von wegen, wenn du ein Mann bist, der halt relativ bedürftig ist, dann darfst du das nicht zeigen. Du musst dich selber zurückstellen, damit es funktioniert. Solche Bitte was? Geschichten waren da drin, Ich ja. habe keine Ahnung, was der Motherfucker so am Zählen ist, aber ich sag mal so, wenn Der ich sehr labert bedürftig Scheiße, Disse. bin, Der labert Scheiße. der Ich schicke dir labert das richtig Video, guck es dir Scheiße. privat an. Es Der ist labert wirklich richtig Blödsinn. Scheiße. Ja. Absolut. Also, ich sag mal so, wenn ich bedürftig bin, dann lasse ich das meine Freundin wissen und wenn ich zu ihr fahre, dann wird sie auf jeden Fall 237 Nachrichten bekommen davon, dass ich I'm coming in hat. Weißt du, wie ich meine? Es muss halt für jeden funktionieren, wenn jemand, ich sag mal so, wenn es für dich funktioniert, dass man als Mann irgendwie der Frau nicht sagt, dass man gerade needy ist oder so. Oder geht es hier jetzt einfach um das erste Ding, also um die. Also er sagte halt bedürftig, das ist so, das ist die Frage Interpretationsspielraum irgendwo, ne? Ich gehe Ja. mal davon aus und es ging halt auch so um emotionale Sachen, wie das Schlimmste für Männer vor Frauen zu weinen, sowas zum Beispiel. Oder zu zeigen, dass man gern kuschelt, Dinge, die vielleicht nicht so typisch sind, ne? Oder eher so typisch Frau, Frauen wollen immer kuscheln, Frauen wollen immer über ihre Gefühle sprechen, etc. Solche Sachen. Kategorisch als Bedürftigkeit. Ich glaube, das Crazy. war das, was er meinte. Und das meinte er, das Ja. funktioniert nicht, wenn du das als Mann zeigst und du musst dich da selber zurücknehmen. Und dich fragen, wieso du überhaupt so bedürftig bist, weil das wäre nicht normal. Ja? Er ist ein Junge. Jeder, der sowas sagt, ist ein Junge. Ich habe eine Theorie und das Ding ist, in meinem Universum ist das kein Mann.
In meinem Ja. Universum, ich habe so viele Männer an meiner Seite, richtige Männer, die auch wissen, was es bedeutet, Mann zu sein. Er hat es nicht verstanden. Er hat es nicht verstanden. Nee. Ich kenne so viele Männer, die geweint haben und weinen und was weiß ich was. Mein Papst, ich habe meinen Papst noch niemals in meinem Leben weinen sehen. Außer ein einziges Mal, und das war, als seine Mutter gestorben ist. Aber ansonsten kein einziges Mal weinen sehen. Aber deswegen ist mein Papst nicht ein Mann, weil er irgendwie den Leuten nicht gezeigt hat. Ich habe im Stream habe ich schon geweint. Es gibt so viele Männer, die in der Öffentlichkeit geweint haben. Natürlich ist es so eine Sache, die dann irgendwie ist jetzt nicht so, ich mache das nicht gern, ist passiert, ich bin dann auch aufgestanden und sowas, weißt du, wie ich mal so, aber es ist nicht so, wie soll ich sagen, das bedeutet, dass du Emotionen hast und eigentlich ist es genau das, was du willst einen Mann mit Emotionen. Ja, Also wenn eigentlich das, schon, ja. wenn dieses Mannbild von Größe, Stärke und so weiter und so fort, dann willst du jemanden mit Emotionen, weil sonst hast du einfach nur emotionslosen Panzer, der in der Gegend rumfährt. Also ich finde halt, ich persönlich, ich bin der Meinung, wenn du ein Mann bist, der unfassbar viel kuscheln will, dann ist das nichts Schlimmes, weil du musst einfach die Frau finden, der es genauso geht. Ja, Ne? klar. Klar, natürlich, das einfach kann man jetzt hier in Anführungszeichen setzen, weil es ist nicht einfach, einen Partner zu finden. Aber wenn man sich diesbezüglich nicht ergänzen kann oder keine Kompromisse findet, dann ist das nicht der richtige Partner. Ich bin der festen Überzeugung, dass es für jeden Menschen einen Partner gibt, der wirklich perfekt zu einem passt. Aber das heißt nicht, dass das der Partner fürs Leben ist. Nicht 100%. Ich glaube aber trotzdem, dass jeder so eine Person hat, wo man weiß, okay, mit dem stimmt eigentlich alles, wir ergänzen uns perfekt. Er will viel kuscheln, ich will viel kuscheln. Das passt zusammen, es gibt kein zu viel. Na, wenn man die Person wirklich aufrichtig liebt, dann gibt es kein zu viel von der Person. So, Ja, ich ne? denke, man ist auch gemeinsam auf einer Reise. Das ist halt so das Ding, weißt du? Und manchmal sind die Beziehungen dann einfach durchgelebt, weißt du? Das war dann Ja. vielleicht schön für ein, zwei Jahre und dann ist das Ding aber durch. Ja. So, und dann geht es halt sicherlich weiter. Und ich glaube auch, dass man da sicherlich, also, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt auch für jeden, das würde ich schon auch sagen, es gibt hundertprozentig für jeden da draußen mindestens einen perfekten Partner so oder mit dem Ja. man sein ganzes Leben lang verbringen kann und möchte. Außer man ist Narzisst, weil dann hat man den schon gefunden. Ja, true. Ja. Aber ich weiß nicht, das Ding ist, ach, es ist grundsätzlich das zu sagen, ich sag mal so, die meisten, die sowas sagen wie dieser Käsekopf hier so. Das Nichts gegen Lustige Käse. ist, ja, vegan, deswegen drauf geschissen auf Käse. Nee, aber ich hab schon immer auf Käse, ich bin nicht so krass Ich liebe käsemäßig Käse. unterwegs und Ich sowas. kann so einen Käseblock beißen. Ich liebe Käse. Crazy. Bisschen Maus. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, also was heißt, ich weiß nicht, ich weiß hundertprozentig, dass er hier, wenn er sich eine Frau aussucht, dann sicherlich nicht eine, die, und das ist das, was ich meinte. Dasselbe gilt nämlich auch für Männer. Das Beispiel, was ich mit der Frau gebracht habe, das gilt nämlich auch für Männer. Das heißt, ein Mann denkt, er ist ein Mann, weil er dominant ist und weil er stark ist. Und jetzt kommt eine Frau in sein Leben und sie wirkt stärker als er. Das lässt ihn ein bisschen blöd aussehen. So, neben Shaquille O'Neal wirkt The Rock wie ein 60 Meter großer, Ja. weiß nicht. Weißt du, wie ich meine? Es ist immer Ja. die Frage der Perspektive am Ende des Tages. Und Frauen, die nicht so stark sind und sich nicht so durchsetzen können, die haben es am schwersten, glaube ich, einfach trotzdem, weil die nämlich an solche Männer geraten. Ja, richtig, genau. Die dich eigentlich eh nur unterjochen wollen, so. Absolut. Absolut. Aber da kann ich nur sagen, das ist absoluter Käse. Hundertprozentiger Schwachsinn. Wirklich hundertprozentiger Schwachsinn. Meine Freundin, die ist so krass. Es ist so heftig, mit ihr mitzuhalten. Es ist so krass. Also die steht, 4 Uhr morgens steht sie auf und geht ins Fitnessstudio. Und dann fängt sie an zu arbeiten. Wenn sie ihren Job nicht macht, dann können Leute
nicht operieren und was weiß ich was alles. Also sie hat eine bedeutsame Ah ja, okay, verstehe, ja. Aufgabe, auch einen bedeutsamen Job und Leute verlassen sich auf sie und Firmen vor allen Dingen verlassen sich auf sie. Und dieser Typ, der könnte niemals mit einer Frau, die so eine Macherin ist, könnte er niemals zusammen sein. Das heißt, für ihn fällt schon mal enorm viele Frauen fallen für ihn schon mal weg. Das heißt, das reduziert sich für ihn schon mal. Und das ist auch vollkommen okay. Ich verstehe das schon, wenn man als Mann sagt, ich kann nicht irgendwie mit einer Frau zusammen sein, die irgendwie mehr pusht als ich. Verstehe ich auch. Bei mir stellt sich sowas nicht, weil ich selber ein Pusher bin, weil ich halt selber ein Macher bin. Deswegen stellt sich mir die Frage nicht irgendwie, wer ist mehr am Machen oder mehr am Pushen. Das ist auch kein Wettkampf zwischen meiner Freundin und mir. Wir sind einfach beide komplett investiert. Und Ja, jeder auf genau. seine Art und Weise. Es gleicht Ja. sich eben aus eigentlich. Ne? Warte mal, ganz Absolut. kurz, ja? Ja. So, ich muss hier ein bisschen trinken, ich auch. Ich will nur nicht Burger King Werbung machen, Leute. Hier, Kopf runter. So. So, Burger King habe ich gesehen, ja, eben noch über Was? Fastfood gesprochen. Nein, nein, nee, nee, das ist noch von letztem Jahr. Ich heb die auf und dann fühle ich die immer um. Weißt Ja. du? Ja, das Ja, stimmt. klar. Laura, wie sieht's denn aus? Ich will deine Zeit nicht in Anspruch nehmen, zu sehr. Was bist du heute noch am Zocken? Schönes. Ich habe gar nichts geplant. Ich dachte, ich schmeiße einfach Oha. den Stream an und dann gucken wir Stark. mal. Stark, stark, stark. Gucken wir mal, wo Geil. es hinläuft. Du? Cool. Bei mir ist TBD auf jeden Fall heute noch. Wir machen so eine kleine Yay. Streak, bisschen reinschwitzen. Oh je, hört sich aber nicht so gut an. DVD kotzt mich nur an. Kann das Game nicht versehen. Crazy. Oh, ich bin da so raus, ey. Warte, 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 warte. Okay. TBD ist raus, sagt sie. War das hier? Nee. Was denn? Was guckst du gerade? Willst du meine Stunden rausfinden? Nee, ich will dir was schicken, aber Okay. Trailer musst du dir anschauen, wenn ich ihn denn finde. Oder ich schicke ihn dir später einfach. So. Ja. Das Ding. Und dann sag mir, ob du nicht darauf Bock hast. Weil, falls ja, dann machen wir das, das sage ich dir. Warte. Was ist das denn? Ein Zombie-Game. Ja, Ja. ich mag Zombie-Games voll gerne. Aber es lädt gerade bei mir nicht. Moment. Schau dir das an, das wird richtig, richtig gut. Ist das ein Multiplayer-Game? Ja, Koop. Wie viele? 8. So, ich Warum sag ist euch auf aber jeden Fall nicht, welches Spike Game. Safe? Oh ja, das sieht richtig gut aus, das Spiel, Leute. Sieht richtig gut aus. Absolut, ja. Gibt einem natürlich viel jetzt Left 4 Dead Vibes, ne? Und Das stimmt. Back for Blood. Das stimmt. Blood Back for for Back? Blood, Doch, ja. Back for Blood, ja. Genau. Ja. Das stimmt. Aber richtig, richtig nice. Sieht richtig geil aus auch. Und wird, glaube ich, ach so, und das Heftige ist Permadeath. Das heißt, man muss halt aufpassen, dass keiner stirbt. Weil sonst ist man direkt komplett weg. Oh, okay. Yep. Keine Respawns. Auch kein, wenn er auf dem Boden liegt, man kann ihn noch wiederbeleben Das oder weiß so? ich nicht. Das fände ich schon gut, wenn das drin wäre.
das müsste drin sein, meiner Meinung nach, dass du halt schon die Teamplays dann auch machen kannst. Nicht, dass jeder für sich selber achten muss, dass er nicht stirbt. Aber ich denke schon, dass die so ein Revive-System, glaube ich, haben die mit Sicherheit drin. Okay, ja, weil wenn man Aber mal wer irgendwie weiß. Burst Damage bekommt oder so oder irgendwas Unerwartetes Ja. passiert, wäre natürlich schade, wenn man dann direkt draußen Das ist. stimmt. Das stimmt, ja. Das stimmt. Gut, schau es dir an und dann, wenn du Bock hast, dann machen wir das. Ich weiß nicht, wann Ja, es auf jeden rauskommt Fall. irgendwann. 25 stand da. Genau, stimmt, ja. Aber auf jeden Ja, Fall aber den wann Monat. weiß man Doch, nicht. ich glaube am 22. glaube ich, kommt das sogar. Oder? Am Warte mal. 22. welchen? Ersten, zweiten, dritten? Diesen Monat, glaube ich. Aber hier steht 25 drin. Dann ist Weil es ich war so 25. 25. Dann irre ich mich. Dann höchstwahrscheinlich stimmt die offizielle Information unter dem Trailer. Und das, was ich gesagt habe, ist wahrscheinlich falsch. Ja. Gut. Ja. Laura, ich danke dir. Vielen lieben Dank. Ja, danke für die Einladung. Muchas Hat gracias. sehr Super, super interessant. gerne. Und wer von euch Laura nicht kennt, Leute, auf jeden Fall lasset die Follows da. Dark Shira auf Twitch. Du hast jetzt auch irgendwie fix deine Zeiten irgendwie so mehr so. Wann sind die? Wann bist denn du jetzt immer so live eigentlich? Also immer am Boah. Abend, ja, aber. Ja, also in der Woche nicht mehr so lange, weil ich ja Vollzeit arbeite. Heute Ja. geht halt, wenn morgen ist ja Feiertag, ne? Da muss ich nicht arbeiten. Aber Richtig. so um 18 meistens rum bis 21 Uhr aktuell, ja. Okay, Wir machen stark. gerade auch viel Just Chatting und was. Stark. Gerade eher. Geil. Ja. Du, wenn du, wie machst du das so? Du bist ja täglich 48 Stunden online eigentlich, ne? Ja, so nicht ganz. Ich wünschte tatsächlich. Aber wir sind gerade so ein bisschen am Team ausbauen, dass halt die halt, also dass viele Sachen, die ich halt offstream mache, dass ich die nicht machen muss, dass ich noch mehr streamen kann. Aber ich versuche gerade aktuell jeden Tag 12 Stunden live zu sein. Was Meine nicht immer Güte. geht, aber ja. Wahnsinn. Naja, Ja, nee, ist das aber kann ich nicht schwierig. mehr. Schwierig, schwierig. Also ein Tag, da knackt es einfach meistens. Natürlich gibt es dann Tage, wo ich dann mal streamfrei hab oder sowas, aber wenn ich das wirklich so durchziehe, gibt es meistens einen Tag, da ist es dann zum Beispiel letzte Woche, ein Tag, 8 Stunden nur. Weißt du, also ist ein bisschen Ja, schwierig. okay, verstehe. Ja. Ja, aber vielleicht gehe ich das auch noch irgendwann hin. 24 Stunden am Tag streamen die ganze Zeit. Ich freue mich schon auf Diesel Schüssel TV. Ich finde es zu übel, ich finde es zu 24/7 heftig. dort. Ich muss auch ehrlich sagen, weißt du, klar, dieses Only, I'm only sleeping und sowas. So. Ich will das jetzt alles nicht irgendwie ansprechen und kritisieren, aber was ich nicht so cool finde, ist, glaube ich, wenn man, und das fällt mir selber auf, und deswegen gehe ich lieber offline, nach 8 Stunden statt 12 Stunden dann doch durchzuziehen, damit ich nachher sagen kann, ich war jeden Einzeltag 12 Stunden online. Ich bin dann einfach. Ich hänge da wie ein Tropfen in der Kurve. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das macht keinen Sinn, finde ich. Und dann gehe ich lieber offline, schlaf und bin dann morgen komplett da. Fit. Wie jetzt dann, weißt du, nicht mal mehr mit den Leuten reden und dann so, ich glaube, ich habe ihn erwischt. Ich weiß nicht. Das macht halt keinen Sinn. Deswegen, Ja, verstehe ich. absolut. Ey, Laura, absolute Ehre. Mega, mega nice. Und wir schreiben mal wegen dem Game jetzt noch. Ja, also bei mir wurde gerade im Chat geschrieben, dass das am 22.10. rauskommt, aber dieses Jahr noch. Dieses Jahr, Also in genau. 20 Tagen. Also Richtig, müssen wir ja. mal gucken. Vielleicht, ne? I don't know. Weiß Ja, ich nicht. klar. Auf jeden Auf Fall jeden Fall hier. nachschauen. Jacket anziehen, Waffe durchladen und dann Ja, schauen. Zombie-Cosplay. Ganz genau. Ja. Irgendwie Zombie-Cosplay. Mom Stissel. Geil, Zombie-Cosplay ist auch crazy. Klar, so ein bisschen so. Blut und Wunden ins Gesicht schminken. Ich schmink meine Mods und die müssen hier hinten, müssen die dann so machen die Ja, ganze das Zeit. wäre auch cool. Ja, wenn Ja. zwischendurch ein Zombie durchs Bild läuft. Ja. Oder einfach einen wegzieht oder sowas. Ja. Das hatte ich mal im Stream gemacht, ne? Ich hatte irgendwie so getan, als ob Myers mir da irgendwie eine. Ja. Aber war lustig. War Ja, du lustig. bist schon ein verrückter Typ. Was sagt man eigentlich, wenn man als Typ beleidigt wird? Was sagt man dann eigentlich im Umkehrschluss? Frage ich mich immer. Wie meinst du?
Du sagst, ich bin ein verrückter Typ. Was würde ich zu dir sagen? Du bist eine Verrückte? Dame, Lady, Frau. Was? Du sagst Typ zu mir und dann willst du, dass ich zu dir Dame sag, oder? Laura! Du bist ein verrückter Herr. Oha. Du bist Das eine klingt ja auch verrückte total Frau. bekloppt. Ja. Crazy. Ich bin auch ein Crazy. Typ so. Also wenn du kannst auch theoretisch Typ sagen, bist auch ein verrückter Typ Sagt so. man das so? Ich finde nämlich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, aber Typ klingt halt normal. Also eigentlich war es ja Männlich. Typ und Ja. Tuss, so hat man früher gesagt. Ja, so hat man früher gesagt. Ja, Aber aber das Ding Tussi ist ist, zu negativ Tuss behaftet. ist dann wegen Tussi zu negativ geworden, dass es weggefallen ist. Und jetzt fehlt da gefühlt ein Wort einfach. Was Ja, so ist auf einer egal, du kannst neutralen mich ja Ebene. auch als Sankt Chirael einfach ansprechen, das geht auch. Ah, das geht auch, okay. Das merke ich mir auf jeden Fall, Laura. Für Danke die dir, nächste vielen lieben Dank. Beichte. Danke dir. Okay, danke für die Und Einladung. Hat super mich sehr gerne, Mann. gefreut. Super Hat gerne. viel Spaß gemacht. Super gerne. Dann schönen Abend Dir noch und genau einen schönen Stream und wir Dankeschön. lesen uns dann, ja? Das machen wir, das machen wir. Bis Okidoki. Bis dann. dann, Düssel. Jo, Tschüss. ciao.